Ja, Montag, 17. September. Es findet wieder eine Podiumsdiskussion im Raum der AG Geldordnung und Finanzpolitik statt. Heute haben wir einen Gast, der etwas außergewöhnlicher ist, weil er von einer Unternehmensberatung kommt, Herrn Dr. Daniel Stelter. Die Übereinstimmung mit unseren Themen, die wir hier normalerweise mit Ökonomen und Volkswirten besprechen, ist aber doch gegeben, und zwar aufgrund einer Studie, die Herr Dr. Daniel Stelter mit seinem Kollegen David Rhodes im September 2011 veröffentlicht hat, Back to Mesopotamia. Und wir freuen uns sehr, dass er den Weg zu uns gefunden hat, weil wir hier eine große Schnittmenge sehen mit politischen Programmentwicklungen der Piratenpartei. Aber zuerst möchte ich Ihnen nochmal vorstellen. Dr. Daniel Stelter ist, wie er mir eben gerade gesagt hat, 48 Jahre alt. Er hat studiert an der St. Gallener Uni BWL, war dann beim Managementzentrum in St. Gallen und ist seit 1990 bei der Boston Consulting Group und im Augenblick dort verantwortlich als ein Senior Partner der Global Leader für Corporate Development Practice. Also ich hoffe, dass ich das alles richtig wiedergegeben habe. Und bevor ich jetzt das Wort gerne an Sie gebe, Herr Stelter, möchte ich Sie bitten, vielleicht noch ein bisschen was ergänzend zu Ihrer Person machen, bevor wir dann in dem nächsten Schritt vielleicht zu einer ersten Betrachtung kommen, was für eine Krise Sie sehen. Das haben wir eigentlich alle unsere Gäste gefragt. Woher kommt die? Wo stehen wir heute? Und der Ausblick eigentlich für diese Krise kann dann von Ihnen auch noch geleistet werden. Und danach gehen wir dann zu der Studie, die Sie letztes Jahr veröffentlicht haben. Insofern möchte ich jetzt erstmal das Wort an Sie geben. Ja, vielen Dank. Also guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte auch gar nicht so viel mehr zu mir sagen, und zwar einfach aus Zeitgründen. Ich möchte vielleicht noch einen Aspekt ergänzen. Ich habe damals nach meinem Studium auch in St. Gallen noch promoviert und habe mich damals beschäftigt mit der Möglichkeit einer deflationären Depression. Also im Prinzip die Frage aufgeworfen, ist es in der heutigen Zeit überhaupt möglich, oder in der damals heutigen Zeit, schon lange her, 20 Jahre, überhaupt möglich, dass sich so etwas wie die 30er Jahre wiederholen. Und das ist auch der Grund dafür, warum ich mich jetzt auch in meiner Beratungstätigkeit schon seit Jahren intensiv mit der makroökonomischen Gesamtlage beschäftige. Wie sehe ich die Krise? Ich glaube, die Krise ist, wenn Sie es zusammenfassen, letztlich eine Krise, die keine europäische Krise ist, sondern eine Krise ist der westlichen Welt, weil nämlich ein nie dagewesener Verschuldungsboom zu Ende kommt. Wir haben in den letzten 30 Jahren einen enormen Anstieg der weltweiten Verschuldung gesehen. Wenn Sie jetzt mal die Länder anschauen, Westeuropa, Nordamerika, Japan, Australien, wenn Sie nur diesen Raum anschauen, so hatten diese Staaten im Schnitt im Jahre 1980 eine Verschuldung von ungefähr 160% des Sozialproduktes, und zwar Verschuldung des Staates, der Privathaushalte und der Nicht-Finanzunternehmen, also nicht der Banken, sondern der Industrieunternehmen. Wenn Sie jetzt im Jahr 2011 diese Staaten anschauen, dann haben diese Staaten eine Verschuldung in der Größenordnung von über 320% des Sozialproduktes, also mehr als verdoppelt. Und wenn Sie nach Sektor gehen, dann kann man sagen, dass die Unternehmen real, also inflationsbereinigt, dreimal so viel Schulden haben wie im Jahre 1980. Die Privat- oder die Staaten 4,5-mal so viel Schulden haben und die Privathaushalte so 6-mal so viel Schulden haben. Das muss man ganz klar sagen. Was wir in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, war ein noch nie dagewesener Verschuldungsboom. Und die Verschuldung liegt auf einem weit höheren Niveau, als sie gelegen habe bei Ausbruch der Krise in den 20er Jahren oder in den 30er Jahren. Und das muss man im Hinterkopf haben, wenn man sich jetzt fragt, was können eigentlich Lösungsansätze sein für die heutige Situation. Wir haben dann in Europa noch das Sonderproblem des Euros, welches einfach die Anpassung, ähnlich wie ein Goldstandard, in den 30er Jahren erschwert. Aber letztlich haben wir es damit zu tun, dass wir sozusagen hatten eine riesige Party hatten. Die Party ist zu Ende. Die Privathaushalte, auch die Unternehmen in einigen Ländern, vor allem Spanien als Beispiel, aber auch Irland, müssen ihre Bilanzen wieder in Ordnung bringen, müssen also ihren Schuldenüberhang abbauen. Dieser Abbau des Schuldenüberhangs führt zu weniger Nachfrage, führt zu tiefer Rezession, verschärft das Schuldenproblem nochmal. Die Staaten sind eingesprungen, obwohl die selber schon hohe Schulden hatten. Und letztlich sind wir jetzt in der Situation, dass wir einfach anerkennen müssen, wir haben zu viel Schulden in der Welt und wie gehen wir damit um? Und das führt mich auch zu der Studie oder zu unserem Paper. Wir haben halt gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, damit umzugehen? Und ich würde ganz kurz das noch zusammenfassen und dann auch die Möglichkeit geben zu fragen. Was machen Sie, wenn Sie zu viel Schulden haben als Privatmann?
Idealerweise sagen sie, ich arbeite härter, ich spare und zahle zurück. Das Problem in der ganzen Sache ist, das geht für einen Privathaushalt, das geht auch vielleicht für eine Volkswirtschaft, das geht aber nicht für 60% der Weltwirtschaft zur selben Zeit. Das heißt nämlich übersetzt, 60% der Weltwirtschaft hätten gerne einen Handelsüberschuss, weil nur dann ist es möglich. Das heißt, es geht schlichtweg nicht und es ist vor allem Krisenverstärkung. Das wird in der Herr Horn, Anna Lohr und die anderen Teilnehmer in den Diskussionsrunden früher auch schon gesagt haben. Die zweite Möglichkeit wäre zu sagen, lasst uns schneller wachsen. Lasst uns doch einfach die Wachstumsrate erhöhen. Das Problem ist erstens, dass theoretisch mehr Wachstum möglich wäre. Dazu müssten wir Reformen durchführen. Wir wissen aber, dass Reformen, siehe Hartz-IV-Reformen in Deutschland, die sicherlich das Wachstumspotenzial der Volkswirtschaft erhöht haben, nicht gerade populär sind. Das heißt, es wird nicht umgesetzt werden und schon gar nicht, wenn sie schon eine hohe Arbeitslosigkeit haben, wie in Spanien, die bei Jugendlichen über 50% liegt. Das heißt, theoretisch möglich, praktisch unwahrscheinlich. Dazu kommt übrigens noch die Demografie. Wir haben jetzt bereits zu tun mit einer schrumpfenden Arbeitsbevölkerung. Man muss wissen, letztlich ist volkswirtschaftliches Wachstum relativ einfach. Es ist einfach die Anzahl Leute, die arbeiten können, plus die Produktivität, normal die Produktivität. Und wenn die Anzahl der Leute, die arbeiten können, sinkt, dann muss bei Produktivität ein echtes Wunder geschehen, um das umzukehren. Ein Wunder ist nicht in Sicht. Und dann bleiben zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, okay, lasst uns einfach die Schulden streichen. Das ist das, was wir bei Back to Mesopotamia diskutiert haben und gesagt haben, naja, im Altertum, auch in der Bibel, gab es ja auch ähnliche Situationen und dann wurde letztlich das Problem gelöst in einer Art und Weise, in dem eben ein Schuldenschnitt durchgeführt wurde. Und wenn man jetzt einen Schuldenschnitt durchführt, dann heißt es ja dann immer, naja gut, das trifft jetzt nur die Reichen, dem ist natürlich nicht so. Das trifft eigentlich alle, es trifft auch den einfachen Mann auf der Straße über seine Lebensversicherung und über alles. Und deshalb haben wir eben in dem Back to Mesopotamia gesagt, wie kann man so einen Schuldenschnitt durchführen und gleichzeitig eine soziale Komponente drin haben, indem man eben diesen Schuldenschnitt darstellt durch eine Besteuerung der hohen Vermögen oder der Vermögen generell, der Leute, die eigentlich das Geld schon verloren haben, es aber nicht sehen, weil eben die Banken, die Versicherungen, die Staaten noch stabilisiert werden. Die Alternative dazu wäre, wenn man das nicht möchte, wäre eben der Weg einer Inflationierung. Das heißt, man versucht über Inflation das Geld zu entwerten und zurzeit sieht es ja sehr stark danach aus, es würde auch dieser Weg beschritten werden. Ich will es da mal belassen und dann Ihnen noch die Möglichkeit geben, jetzt recht da einzuhaken. Ja, erst einmal vielen Dank, Herr Stelter. Wenn wir zum Ausgangspunkt der Krise mal kommen, Sie haben gesagt, es war eine außerordentliche Verschuldungsorgie der letzten 25 Jahre. Sehen Sie denn am Anfang dieser Blase oder dieses Vorganges, was waren denn die eigentlichen Gründe, warum das in Gang gesetzt worden ist? Gab es vorher ein Problem, das es zwingend notwendig gemacht hat, dass man in diese Verschuldungsorgie hineingehen musste, wollte? Wie erklären Sie das am Anfang? Ich glaube, da gibt es eine Fülle von Faktoren, die zusammenkommen. Ich meine, einer Faktor ist sicherlich, ein solcher Aufbau der Verschuldung wäre in einem System der Geldwirtschaft, wo Geld eben an Gold oder anderes gebunden gewesen wäre, nicht möglich gewesen. Ich glaube, so eine Aufschuldung, wie wir es jetzt erlebt haben, von diesen Dimensionen her, ist nur möglich in einer Welt, wo sie im Prinzip Geld aus dem Nichts schaffen können. Also in der sogenannten Fiat-Geld, der Fiat-Geld, Geld-Economy, wo sie im Prinzip drucken können und Geld schaffen können. Das wurde sicherlich in den USA unter Greenspan sehr stark gemacht, aber letztlich auch in Europa. Der zweite Grund natürlich der, wenn Sie von der Notwendigkeit sprechen, natürlich Folgendes sehen. Was passiert ist, es war ein einfacher Weg für die Politiker. Die Politiker, namentlich in den USA, hatten folgende Situation. Nach dem Umbruch in der Sowjetunion, nach dem sozusagen politischen Umwälzung, dem Zusammenbruch des Kommunismus, kamen ja Millionen von Arbeitern oder von Arbeitskräften neu in den internationalen Arbeitsmarkt, denken Sie auch gerade in China. Damit gab es einen Druck auf die Löhne. Es gab Lohnstagnation. Wenn Sie jetzt die USA anschauen, das hat sich ganz genau bekannt, aber wenn Sie einen typischen weißen Arbeitnehmer sehen, dann hat er heute einen Verdienst, der liegt unter dem realen Verdienst, der liegt unter dem Verdienst von vor 30 Jahren. Das heißt, Sie haben stagnierende Löhne gehabt, haben damit natürlich letztlich auch den Startpunkt gehabt für eine etwas ungleichere Vermögensverteilung, die ja auch zu Recht kritisiert wird. Und dann hatten Sie eben das Thema, dass aber trotzdem Gesundheitskosten, auch Ausbildungskosten weiter gestiegen sind. Und letztlich war es dann natürlich eine einfache Möglichkeit für die Politik zu sagen, das, was der Haushalt durch Mehrarbeit und durch das beide Vater und Mutter quasi arbeiten, nicht wettmachen kann, wird dann eben geschlossen über Kreditfinanzierung. Und da kam eben auch der Immobilienboom dazu, weil natürlich auch das eine Möglichkeit ist, eben Wohlstand, vermeintlichen Wohlstand zu schaffen, indem man eben die Möglichkeit gegeben hat, das Haus zu beleihen und sich damit eben Konsum zu bezahlen. Also es hat was zu tun in der Kombination aus billigem Geld letztlich, kombiniert mit der Globalisierung und der Tatsache, dass eben da die Politik
so reagiert hat nach dem Motto, dann lass doch lieber Verschuldung das Problem uns lösen, statt andere Reformen zu machen. Also das ist das Thema USA. In Europa haben wir natürlich über den Euro eine andere Situation gehabt, dass da natürlich, kurz ergänzen darf, dass da natürlich Länder wie Spanien, Portugal, Griechenland plötzlich deutsche Zinsen bekommen haben bei nach wie vor höherer Inflationsrate. Was machen sie dann? Dann haben sie negative Realzinsen, wenn sie Geld umsonst bekommen. Was machen sie? Sie kaufen idealerweise Immobilien. Wenn sie Immobilien kaufen, gibt die Bauindustrie, fängt an, mehr zu bauen. Es gibt einen wirtschaftlichen Aufschwung. Es gab also eine große Party. Nur letztlich ist es dann sehr viel auch in schlechte Investitionen geflossen. Wenn sie in Spanien an der Küste spazieren fahren oder in Irland, sehen sie das eben. Und da ist im Prinzip ein anderer Grund gewesen. Aber der Auslöser wiederum auch hier zu billiges Geld und eine falsche Mittelallokation. Herr Dr. Thomas Mayer, der Ex-Chefvolkswirt der Deutschen Bank, der vor 3 Wochen bei uns war, hat gesagt, der Euro in dieser erfolgreichen ersten 10 Jahre des Euros, und wenn man es bei den Konvergenzzeitraum noch dazu nimmt, sogar länger als 10 Jahre, weil die Konvergenz war ja, glaube ich, schon 1995, 96 erreicht, ist ein Kind dieser weltweiten und globalen Kreditblase. Würden Sie das auch so sagen, dass er nur deswegen so erfolgreich war in den Anfangsjahren? Könnte ich ihm nur 100% zustimmen. Und Herr Mayer wird Ihnen noch bestimmt weitergesprochen haben, was jetzt bevorsteht, nämlich dass jetzt die Notenbanken faktisch zu großen Bad Banks werden, indem sie die schlechten Assets aufkaufen, um das Unvermeidliche aufzuschieben, nämlich das Eingestehen dessen, dass ein Großteil der Forderungen nicht mehr einbringbar ist. Okay, ich möchte noch 2 Aspekte jetzt beim Ausgangspunkt der Krise machen, bevor ich weitergehe. Und zwar einmal, welche Rolle hat diese Dualität zwischen den USA und China gespielt über einen langen Zeitraum? Das ist die erste Frage. Ja gut, ich meine, die Dualität war natürlich, also das ist genau die Fortsetzung der Geschichte. Also erst kamen die billigen Arbeitskräfte, damit gab es Lohndruck. Dann haben die Amerikaner das über Verschuldung kompensiert, dass die Leute nicht so viel Geld verdienen, aber eben Gesundheit und Ausbildung weiter teurer geworden sind. Die Chinesen haben es sozusagen gesehen als eine Möglichkeit, ihre Volkswirtschaft nach vorne zu bringen über Export und haben dann eben aber auch Interesse daran gehabt, den Wechselkurs so zu manipulieren, um auf dauerhaft wettbewerbsfähig zu sein, haben also entsprechende Devisenreserven angehäuft und haben durch das Kaufen von Wertpapieren in den USA sozusagen die Greenspan'sche Billigzinspolitik auch nochmal verstärkt, indem auch das dazu beigetragen hat, das Zinsniveau tief zu halten. Aber das Analoge haben wir auch mit Deutschland, wenn wir letztlich doch in den letzten Jahren in Europa erhebliche Forderungen aufgebaut haben, indem wir nämlich unsere Autos dorthin verkauft haben und den Kredit dazu auch noch gegeben haben. Und das Problem ist eben, dass wir letztlich einen großen Teil von ausstehenden Krediten haben. Jetzt haben wir sie teilweise auch in Form von Target 2, wo wir einfach uns auch irgendwann mal werden eingestehen müssen, dass diese Kredite nicht im vollen Umfang bedient werden. Die Target-2-Problematik heben wir uns mal auf. Da ist ja doch eine sehr unterschiedliche Sichtweise darauf, was die bedeuten oder was sie nicht bedeuten. Ich möchte jetzt vielleicht nochmal darauf übergehen, was diese Theoriegebäude, ich möchte jetzt gar nicht Ideologie sagen, die in den letzten 30 Jahren gewirkt hat, nämlich eine Kombination aus Monetarismus und Neoliberalismus, was die für einen Anteil daran hatte. Weil das ist ja mit Ende der 70er, Anfang 80er Jahre alles in Gang gesetzt worden mit einem Theoriegebäude, was einer Unterlegung praktisch entsprochen hat. Wie würden Sie denn diese beiden Phänomene, also den Monetarismus, der schon in den 70er Jahren losging, und den Neoliberalismus im Zusammenhang mit der Krise bewerten? Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil ich glaube, dass natürlich die Politik und auch die Medien zurzeit auch versuchen, sozusagen ein bisschen Nebelbomben werfen, was daran schuld ist. Weil ich glaube, es sind ein bisschen so Schlagworte und ich glaube wieder, dass die Neoliberalen hinterher wirklich neoliberal alles umgesetzt haben. Also wenn Sie an Reagan denken, der hat eigentlich sehr stark keynesianisch agiert. Der hat nämlich große Defizite gefahren und billiges Geld gemacht. Also wenn man an die Politik denkt, der gilt immer als der Aufbruch neoliberal, aber in Wirklichkeit hat er fast puren Keynesianismus gemacht. Wenn man ganz ehrlich ist, die Staatsverschuldung nach oben getrieben. Ich glaube, der erste Punkt ist in der Tat die Loslösung des Geldes von irgendetwas wie Gold. Wenn wir sich hinterher noch diskutieren, inwiefern es realistisch ist, das zu binden. Aber diese Möglichkeit hat sich dazu beigetragen, wirklich diese Kredit- und Geldschwemme überhaupt zu ermöglichen. Das zweite ist mit dem Neoliberalismus, wenn man so sagen möchte, wenn Sie darunter verstehen, dass man eben Märkte dereguliert, wenn man eben sozusagen es wirklich dem Einzelnen leichter macht, ein Unternehmen zu gründen als Beispiel. Also wenn Sie jetzt auf das globale Ranking gucken, der Wettbewerbsfähigkeit, das sind Länder eben wie Singapur, wie Schweiz sind ganz oben,
unter anderem, weil sie Rechtssicherheit bieten, weil es leicht ist, Unternehmen zu gründen. Diese ganzen Faktoren, wenn sie in die Richtung gehen, ist es sicherlich positiv. Wenn sie sagen, wir machen hier aber etwas, alles ist frei und gar keine Regulierung, dann haben wir natürlich das Problem, dass es Bereiche gibt, die müssen reguliert werden. Also Bankensystem muss natürlich reguliert werden, weil in letzter Konsequenz eigentlich die Banken eher ein Utility sind, also eigentlich eine Dienstleistungsfunktion für die Realwirtschaft und nicht unbedingt das Ziel sein sollte, dass wie in den USA zeitweise Richtung 40% aller Gewinne im Finanzwesen erwirtschaftet wurden, haben sie natürlich eine Unwucht. Also den, ich weiche so ein bisschen aus, weil ich mag die Schlagworte nicht. Ich glaube, prinzipiell Arbeitsmarktreformen durchzuführen, weil ich in unumwunden ist was Positives, würde für mich aber nicht in dieses Schlagwort neoliberal reinführen, weil ich glaube, fordern und fördern ist ganz gut. Ich kann Ihnen sogar gestehen, ich persönlich halt sogar sehr viel von der Idee des Grundeinkommens. Aber meine Logik, glaube ich, etwas anderes als die von Ihnen, das weiß ich nicht so genau, weil ich mit dem Programm nicht ganz so vertraut bin, weil ich einfach sage, wenn wir uns diese ganze Bürokratie ersparen, die da irgendwie Eurobeträge ausrichtet für bestimmte Leute und stattdessen pauschal jedem etwas besser bezahlen, haben wir letztlich ein effizienteres System als jetziges System. Also etwas längere Antwort, aber ich glaube, es sind halt so, die Schlagworte sind so ein bisschen überstrapaziert. Ja, ich möchte auch überleiten zum jetzigen Status der Krise, aber eins noch zuvor. Im Frühjahr auf der INET-Konferenz in Berlin hat Professor Bezemer von der Uni Groningen eine Studie veröffentlicht, die für sehr viel Aufsehen erregt hat. Und zwar hat er nachgewiesen, dass die Finanztransaktionen, also die Vermögenswerte, sich in den 60er Jahren und 2007 versechs- bis siebenfacht haben, während sie entlang von dem Potenzialwachstum in die Realwirtschaft, die Kreditvergabe der Banken, eigentlich ungefähr gleich geblieben ist. Also sieht man nicht in diesem Phänomen, was ja nicht nur vom Bezemer, sondern von vielen anderen Forschern bestätigt wurde, den eigentlichen Problemkreis, dass nämlich die Geldschöpfung über die Privatbanken nicht mehr in die Realwirtschaft gegangen sind, sondern einfach in diese Vermögensasset-Preisblasen und dass die dann eigentlich wesentlich die Krise herbeigeführt haben, als die geplatzt ist. Nein. Ja und nein, weil ich glaube, das zeigt nicht anderes auch, als dass wir eine Aufschuldung haben. Wissen Sie, was Sie sagen, das stimmt schon. Ich meine, wir haben zwei Faktoren. Wir haben in der Realwirtschaft eine Aufschuldung. Und das Phänomen, dass es immer mehr Leute gibt mit großen Finanzvermögen, dem steht auch das Phänomen gegenüber, dass es immer größere Schulden gibt von Privathaushalten, Staaten und Unternehmen. Das ist ja Gläubiger und Schuldner sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Und auf diesen Schuldenberg haben die Banken nochmal ihren eigenen Schuldenberg gesetzt. Durch das hohe Leverage, dass sie eben teilweise 1 zu 40 haben, wenn Sie jetzt an MF Global denken, die vor kurzem ja in den USA pleite gegangen sind, die hatten ja auch ungefähr Eigenkapital zur Bilanzsumme 1 zu 40 und darüber hinaus eben auch noch die Derivate draufgesetzt haben. Aber im Prinzip ist es so, wir haben natürlich ein immer mehr großes Finanzcasino, da bin ich bei Ihnen. Zugleich haben wir aber auch eine enorme Aufschuldung, die natürlich auch mit einer ein zunehmender Aufbau von Finanzassets auch der Bevölkerung oder bei den Gläubigern verbunden ist. Das sind immer zwei Seiten der Medaille. Herr Stelter, Sie sagten ja, die Loslösung vom Gold, das war einer der Hauptursachen. Muss man nicht eher sagen, es war die Geldschöpfung des Bankensektors, dass das passiert ist, dass praktisch in den 1960er Jahren, als das Girokonto für jedermann eingeführt wurde und sukzessive die Giralgeldschöpfung angesetzt hat, dass praktisch das die Ursache ist. Wenn man sagt, gib jemand eine Gelddruckmaschine, dann wird der nichts anderes machen, als den ganzen Tag Geld drucken und versuchen, die Welt zu kaufen. Und praktisch, dass die Ursache darin eher zu suchen ist, nicht in der Goldbindung, sondern dass die Geschäftsbanken die Giralgeldschöpfung übernommen haben. Das heißt, die Banken nehmen oft dieses Bild, dass sie sagen, die Zentralbank ist der Motor und wir sind nur das Getriebe, wir setzen das Ganze um. Ich glaube, mittlerweile ist es so, dass praktisch die Geschäftsbanken Motorgetriebe und Fahrer der Geldschöpfung sind. Und das ist natürlich klar, Geldschöpfung ist der Bereich, wo am meisten verdient werden kann. Und deshalb versuchen die auf Teufel komm raus, Geldschöpfung zu machen, um noch mehr Gewinne zu realisieren. Und das denke ich auch, wenn ich mein Geld praktisch hart über die Realwirtschaft erarbeiten muss, dann ist es etwas ganz anderes, als wenn ich Finanzmarktprodukte konstruieren kann und kann die Illusion einer Produktion bzw. einer Wertschöpfung betreiben.
Wir haben ja keine Dissens. Ich glaube, es hängt ein bisschen zusammen, weil ich meine, auch früher im früheren System konnten Banken immer eine bestimmte Giralgeldschöpfung machen, eben bis hin zu ihrer Mindestreserve, die sie vorhalten mussten bei der Zentralbank. Und das natürlich ist gesenkt worden, die Regulierung hat abgenommen. Ich glaube, es ist in der Tat so, sowohl mit der Giralgeldschöpfung wie auch mit dem Wegfall des Bezuges der offiziellen Währung zu irgendetwas, ein Hard Asset, hat einfach eine weltweite Geldmengenexplosion eingesetzt. Und wenn Sie mit Ludwig von Mises argumentieren, der immer gesagt hat, na klar, diejenigen, die am meisten profitieren, sind die, die das Erste bekommen davon. Ja, das ist ganz klar. Also der Finanzsektor profitiert natürlich von dem Geld immer als Erstes. Übrigens auch von dem Geld, was jetzt geschaffen wird in QE3 in den USA und im Rahmen der Sanierungsbemühungen von Herrn Draghi hier in der Eurozone. Würden Sie dann dafür plädieren, dass die Geldschöpfung zurück zur Zentralbank kommt und dass gewissermaßen die Banken Händler des Geldes und nicht mehr Produzenten des Geldes sind? Es ist sicherlich eine Möglichkeit, das zu diskutieren. Ich muss sagen, ich halte es da eher mit Thorsten Polleit, der ja und anderen Leuten, die auch sagen, wir sollten eigentlich, das wird sich jetzt wundern, die Geldschöpfung wirklich privatisieren, aber privatisieren in dem Sinne, wie es halt früher mal war. Wenn Sie historisch sehen, ich meine, wo kommt das Papiergeld her? Da hatte man eben Gold eingelagert und bekam eine Quittung. Da hat die Quittung angefangen eben zu zirkulieren, weil jeder wusste, da liegt das Gold, dann kann ich auch den Zettel nehmen, der mir das Gold garantiert. Ich meine, das ist das vereinfacht, ja. Und dann haben sie natürlich schon, wenn sie jetzt, Geld von der Commerzbank, von der Deutschen Bank auch an, dann hätten sie natürlich sofort eine Wirkung der Steuerung, der wirklichen Steuerung, wenn sie natürlich niemanden haben wie der Staat, der Einsteiger, wenn der Staat sagt, ich garantiere für alles, dann können sie es vergessen, dann wird es genauso sein wie jetzt. Wenn sie ja wirklich sagen, die Güte des Schuldners treibt die Qualität des Geldes, dann haben sie einen Wettbewerb von Geld. Finde ich ganz gut. Was mich stören würde, warum ich so ein bisschen zögere, es an die Zentralbanken reinzugeben, ist die Nähe zur Politik. Weil ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, dass die Zentralbanken wirklich unabhängig sind von der Politik. Und die Nähe zur Politik, muss ich da sagen, also die geschichtliche Empirie spricht einfach dafür, dass die Politik sich irgendwann bedienen wird. Und das würde mich daran stören. Ja, aber wenn das gewährleistet wird, dann würden Sie eher sagen, zurück zur Zentralbank. Lassen Sie mich da nochmal nachhaken. Ich glaube, bei der Gründung der Reichsbank, da wurde ein ganz entscheidender Schritt gemacht, nämlich da wurde damals die Ausgabe von Banknoten den Banken gewissermaßen mehr oder weniger entzogen und sie wurde zur Zentralbank verlagert. Und praktisch diese Entwicklung hat sich dann durch eine technische Entwicklung, nämlich die Einführung des Computers, dann wieder gedreht. Das heißt, die Banken haben wieder die Möglichkeit bekommen, gewissermaßen Banknoten jetzt nicht verbrieftes Geld, sondern gebuchtes Geld zu machen. Und ich glaube, die Bindung an Gold etc., an irgendein Gut, ist ja eigentlich ökonomisch unsinnig, weil dann liegt irgendein Gut rum, das besser anderweitig genutzt werden kann. Und wer sagt eigentlich, dass das Aufkommen des Goldes genauso ist, wie es in der Wirtschaft gebraucht wird, die Geldmenge? Das ist ja bekannt, die Goldmenge wächst ungefähr 2% pro Jahr. Das Weltwirtschaftswachstum liegt sicherlich, hoffentlich, wenn die Krise überstanden ist, deutlich über den 2% pro Jahr. Vor dem Hintergrund ist die Frage klar. Ich habe auch dafür nicht plädiert, zum Goldstandard zurückzukehren. Ich habe nur historisch beschrieben, wann eben sozusagen die Bremsen alle versagt haben und sozusagen die Aufschuldung begonnen hat. Ich bin bei Ihnen. Man muss im Prinzip hingehen und muss letztlich sich orientieren an der nachhaltigen Wachstumsrate der Volkswirtschaft und entsprechend auch die Geldmenge wachsen lassen. Und dann kann man das auch ganz klar machen, indem man eine Zentralbank hat. Die Zentralbank muss aber dann in der Tat völlig unabhängig sein von der politischen Einflussnahme. Und darüber hinaus muss man leider dazu sagen, das bestehende Problem, das wir jetzt mit einem erheblichen Schuldenüberhang zu tun haben, haben wir natürlich nicht gelöst. Das kann man im Prinzip erst dann machen, wenn man die Situation aufgeräumt hat, in der wir uns jetzt befinden. Und das wird noch eine Weile dauern. Das ist sehr gut, diese Überleitung, Herr Stelter. Nämlich diese Krise, die sich ja aufgetürmt haben, die wir jetzt in den ersten 25 Minuten versucht haben zu erfassen, die haben wir jetzt. Und was Arne eben beschrieben hat, ist ein vielleicht Lösungsmodell für eine bereinigte Situation danach. Kommen wir zur Krisenlösungsstrategie. Sie haben kurz bevor Sie die Studie herausgebracht haben, einen Monat vorher, glaube ich, einen Beitrag gelanciert, der hieß Stop Kicking the Can Down the Road, was so viel meist als dieses Problem einfach wieder wie so eine Cola-Büchse die Straße runterzuschießen und dass man sie dann halt irgendwann später, ein, zwei Jahre, dann wieder vor sich hat.
Sie haben ja diese Studie entworfen, weil Sie in vielen Gesprächen mit den Unternehmen, Sie glauben, haben ja auch die Folgen mit Ihrem Kollegen dieser Wirtschaftskrise, David Rhodes, analysiert für Unternehmen. War das der eigentliche Anlass für die Studie? Die Genese ist, Sie haben jetzt als eine Auswahl von Papern zitiert. Wir haben im Prinzip eigentlich schon 2008 angefangen zu schreiben zu dem Thema. Ich meine, ich selber habe schon ein paar Jahre vorher intern was geschrieben und habe auch schon 2003 was geschrieben über Deflation. Aber im Prinzip haben wir ab 2008 eine Serie von Papern geschrieben, mit der wir uns mit der Situation beschäftigt haben. Und die waren in der Tat für unsere Kunden gedacht, haben sich aber sehr schnell im Netz selbstständig gemacht. Also wir hatten den Effekt, dass wir angesprochen wurden von Leuten, denen wir es gar nicht geschickt haben, die Paper auch gelesen hatten. Und in der Tat haben wir eben sehr früh schon, das können Sie alle runterladen von der Webpage, haben wir sehr früh schon gesagt, dass es im Prinzip eine Situation ist, vergleichbar in den 30er Jahren, die erhebliche Gegenmaßnahmen erfordert, die auch gekommen sind durch Staatsdefizite, durch Gelddrucken. Haben wir aber gesagt, letztlich, so kann es nicht weitergehen. Und haben dann eben mit Stopkicking erkennen, haben wir im Prinzip beschrieben, warum letztlich die politische Maßnahmen letztlich zum Scheitern verurteilt sind, weil sie die fundamentalen Probleme nicht angehen. Es ist nicht die Verschuldung gesunken, es ist höchstens die Verschuldung getauscht worden, dass die US-Haushalte etwas weniger Schulden haben, hat der Staat deutlich mehr Schulden. Es ist sozusagen keine Bereinigung erfolgt und die Bereinigung muss erfolgen. Und in Stop Kicking the Can haben wir eben gezeigt, dass das, was ja viel diskutiert wird von Wissenschaftlern, die sagen, ach, lass uns ein bisschen Financial Repression machen. Das ist die vorliegende Ausdruck für Inflation. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Financial Repression heißt nichts anderes, dass ich den Nominalzins unter das Nominalwachstum drücke. Also Sie kriegen 3% Zinsen und die Wirtschaft wächst mit 6%. Die 6% kämen überwiegend aus Preissteigerung, also reales Wachstum hat man halt nicht. Und dann haben wir eben in Stop Kicking the Can nachgewiesen, dass das schon mal schon sehr heroische Annahmen treffen muss, damit das funktioniert. Also je nachdem, welche Financial Repression Sie annehmen, selbst wenn Sie annehmen 3% pro Jahr, haben Sie einige Länder, da brauchen Sie 20 bis 30 Jahre, bis Sie auf normale, nachhaltige Schuldenstände zurückkommen. Da sehen Sie schon mal, dass es eine massive Intervention sein muss und die Inflationsrate deutlich höher sein muss. Und das war eben Stop Kicking the Can. Dann haben wir gesagt, dass die Leute, naja, eigentlich ist aber die Inflationslösung, ist ja für Politiker interessant, weil sie können ja sagen, wir sind ja unschuldig, es war die böse EZB oder die böse FED. Aber es ist natürlich hochsozial ungerecht, weil die Leute, die Geld haben, können im Zweifelsfall auch wissen, wie sie sich gegen eine Inflation schützen. Hingegen der normale Rentner, der normale Lebensversicherungsbesitzer diese Möglichkeit nicht hat. Und haben deshalb eben gesagt, ist die Alternative nicht besser, zu sagen, wir machen einen geordneten Schuldenschnitt. Klammer auf, darüber hinaus ging das auch viel schneller, weil man würde natürlich sofort, man muss die Schulden auch entsprechend entlasten, würde sofort in den Leveraging-Prozess stoppen und könnte sich darauf konzentrieren, Wirtschaftswachstum wieder hinzubekommen. Und das war sozusagen dann der Ansatz, dann 4 Wochen später das andere Papier zu schreiben. Also eigentlich war es sowieso ein Parallelproduktionsprozess. Ja, das ist hochinteressant, dass Sie da auch fast eine soziale Perspektive mit hineinnehmen. Und dann der Zeitfaktor. Also ich gebe Ihnen recht, die finanzielle Repression ist jetzt mit den geringen Wachstumsraten, die wir in den westlichen Gesellschaften mit den Faktoren haben, die Sie am Anfang des Gesprächs beschrieben haben, fast unmöglich, weil Sie den Zinssatz ja nicht, oder Sie müssten den Nominalzinssatz ins Negative bekommen, um dieses Gap einfach groß genug zu machen, damit diese Entschuldung in einem vertretbaren Zeitraum stattfindet. Also wurde eher erst einmal eine Mischung aus Austerität und beginnender Inflationierung begonnen, einmal in Europa und einmal in den USA. War das denn dann nicht eine ganz unterschiedliche Herangehensweise in Amerika und in Europa am Anfang der Lösungsversuche? Ja, sicherlich. Ich meine, gut, die Bilanzsumme der EZB ist auch schon enorm explodiert in der Krise und hat auch einen höheren Anteil jetzt am Sozialprodukt der Eurozone, als es in den USA der Fall ist. Ich glaube, ungefähr 45% ist mittlerweile so. Nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahl genau fest, aber 45% vom Sozialprodukt müsste ungefähr jetzt die Bilanzsumme der EZB sein. Historisch gesehen unglaublich. Das ist natürlich jetzt noch nicht unmittelbar inflationär. Das werden Ihnen die Volkswirte auch gesagt haben. Wir haben, weil natürlich nach wie vor haben wir den Effekt von Asien, von den billigen Importen. Wir haben den Effekt des Deleveraging, der Rezession, das alles ist ja nicht gerade preissteigernd. Aber wir haben eine Aufblähung der Zentralbankgeldmenge. Das haben Sie sicherlich mit Herrn Mayer diskutiert. Dieses Aufblähen der Zentralbankgeldmenge, weil gleichzeitig Hereinnehmen von mehr oder weniger zweifelhaften Assets durch die Zentralbanken, das ist schon eine Parallele. Der Unterschied zwischen der Eurozone und den USA ist halt, die USA, die haben halt eine Notenbank in einem homogenen Land, wo es im Prinzip eine funktionierende Währungsunion faktisch gibt in den USA, im Unterschied zu Europa.
Das heißt, wenn die da intervenieren, begünstigen sie keinen. Wenn die EZB natürlich jetzt, was sie jetzt macht, interveniert, muss man ganz klar sagen, ist das Eurobonds durch die Hintertür und auch nicht transparent. Ich meine, die Piraten sind ja immer für Transparenz, natürlich nicht transparent, den Bürgern nicht transparent. Das faktische Eurobonds durch die Hintertür bekommen, das heißt im Klartext, dass der deutsche Steuerzahler, der für die Bundesbank in letzter Konsequenz gerade stehen muss, letztlich für spanische Staatsanleihen da einstehen muss. Und das ist eben der Unterschied zwischen den Notenbanken, weshalb auch der Ansatz jetzt ein anderer ist, weil das gezielte Stützen von bestimmten Staatsanleihen ist natürlich, oder von bestimmten Ländern ist natürlich letztlich keine geldpolitische Maßnahme, ich möchte financial repression erzeugen, sondern es ist eine Maßnahme, um den Euro zu retten und um Staatsbankrott in diesen Ländern zu verhindern. Also das ist schon ein Unterschied qualitativer Art. Aber der Kernpunkt ist einfach der, wir haben ein Deleveraging-Umfeld, was deflationär wirkt. Dem wird entgegengesetzt eine explodierende Geldmenge, die es jetzt noch nicht inflationär gewirkt hat. Und für mich ist das so, ich habe Kinder und wenn ich jetzt mit denen zu McDonald's gehe oder vielleicht das Beispiel, wenn sie irgendwo hingehen in ein Restaurant, dann kommt die Ketchupflasche und dann schütteln die Flasche, da kommt nichts raus. Dann schütteln die Flasche und es kommt nichts raus. Und wenn da was rauskommt, dann gibt es eine Riesensauerei. Und das ist genau das Bild, was ich auch bei den Zentralbanken sehe. Die schütteln die Flasche und sagen, don't worry, ist keine Inflation und wir passen auch auf. Nur, sobald die Inflation beginnt, wird die Not, und zwar richtig, wenn die Leute wirklich Angst haben um ihr Geld, wenn sie das Vertrauen in Geld verlieren, dann werden die Zentralbanken nicht schnell genug bremsen können und auch nicht wollen, weil sie eigentlich ja Inflation ein bisschen wollen. Und dann besteht halt die Gefahr, also wie mit der Ketchup-Flasche, dass es halt ein enormes Überschießen gibt der Inflation. Und wir nicht mehr reden von 2, 3, 4%, sondern wir von signifikanten Inflationsraten reden. Und das ist sozusagen so ein bisschen die Gemengelage, in der wir uns befinden. Wir sind jetzt ganz kurz halt zur Notenbank gekommen. Wir kommen gleich wieder zur Studie zurück. Aber es gibt einen qualitativen Unterschied, sagt Daniel Groß vom europäischen Think Tank ZEBT, zwischen den beiden Notenbanken, der wichtiger ist als das aufgeblähte Bilanzvolumen von beiden. Er sagt, die FED kauft nahezu ausschließlich risikolose Vermögenswerte an, wie US-Staatsanleihen, und hat eigentlich nur ein Zinsrisiko. Die EZB muss riskante Vermögenswerte aufkaufen von Instituten, die am Markt eigentlich gar keine Refinanzierung mehr bekommen, trägt also ein Kreditrisiko. Wie bewerten Sie denn diese Aussage? Ich gebe bestimmt vollkommen zu, das habe ich ja versucht auch zu sagen. Und dieses Kreditrisiko letzte Konsequenz tragen die deutschen Steuerzahler, wenn wir ganz ehrlich sind. Wir könnten ja ein bisschen ketzerisch sein. Wir könnten sagen, eigentlich ist die EZB auf dem Weg zu einer großen Bad Bank, weil sie kauft den Leuten, sozusagen den Vermögenden, kauft sie die Assets ab zu einem guten Preis, die sie andernfalls nicht mehr zu diesem Preis loswerden würden, weil sie zu risikobehaftet sind. Gut, bei den USA einschränkend dazu sagen, dass wenn Sie die USA, den Staatshaushalt sich anschauen und wenn Sie auch nochmal die ungedeckten Verbindlichkeiten anschauen im Zusammenhang mit Alter, die übrigens ja in Deutschland auch erheblich sind, aber in den USA noch größer sind, dann muss ich sagen, die US-Staatsanleihen sind auch nicht risikofrei, weil sie letztlich auch davon ausgehen müssen, dass auch dort Staatsschulden einmal monetarisiert werden und sozusagen über Inflationslösung gearbeitet wird, weil die Staatsverschuldung auch nicht mehr bekommen können. Also sagen, ich stimme zu, würde aber sagen, die USA sind fern davon entfernt, solide zu sein. Jetzt hat ja die FAZ auch eine Kehrtwende gemacht in ihrer Beurteilung. Bisher haben die deutschen Ökonomen immer gesagt, diese Geldbasisauswertung führt unweigerlich in die Inflation. Braunberger hat geschrieben, dass aber moderne Forscher wie Sims oder Brunnenmeier in Princeton und so weiter eigentlich sagen, diese Staatsanleihekäufe der Zentralbanken, die haben eigentlich nicht das vordergründige Problem Inflationsgefahr. Das Problem nach ihrer Meinung, also moderne Sichtweise dort in Amerika, ist eher institutionenökonomischer Natur. Das heißt, die Zentralbank tut infolge ineffizienten Regierungshandels sich zu einem Versicherer gegen makroökonomische Großrisiken entwickeln. Diese Verwandlung der Notenbank hat aber Effekte von Umverteilung, von Vermögen und von Risiken. Das ist eigentlich im Augenblick die Lehre, die in den USA eher gesehen wird, auch in Jackson Hole beim letzten Notenbanktreffen. Das unterscheidet sich doch fundamental von der Sicht der deutschen Ökonomen. Das mag schon sein. Mein Ruf ist ein anderer. Ich versuche auch sozusagen unseren Kunden zu helfen, durch die Krise durchzunavigieren. Also ja, aber was ich dazu sagen muss, die Europäische Zentralbank hat das Institutionenproblem natürlich auch, wenn Herr Draghi sich hinstellt und sagt, die Politikerkrise ist nicht gebacken, also rette ich die Eurozone. Das geht ja in dieselbe Richtung. Das ist auch ein Institutionenversagen eben der europäischen Regierungen. Aber der Punkt ist schon noch ein breiterer.
Spielen wir es da mal durch. Also, die EZB kauft jetzt spanische, portugiesische, was weiß ich, Staatsanleihen auf. Die FED macht jetzt dieses große Programm und kauft eben noch, was sie jetzt angekündigt haben, Hypothekenpapiere und so weiter alles auf. Und bei dem Hintergrund aber, dass wir es zu tun haben mit einer historisch noch nie dagewesenen Situation, ist die Leveraging. Was ja Richard Kuh von Nomura ja Balance Sheet Recession nennt. Es ist keine normale Rezession. Weder die FED noch die EZB kann die Krise sozusagen beenden. Das muss einfach auf gut Deutsch, muss es einfach wir müssen das Problem über Zeit abbauen. Wir müssen Schuldenbank abbauen. Wird ja nicht adressiert. Die Schulden wachsen weiter schneller als das Sozialprodukt. Das heißt, eigentlich ist es keine Problemlösung. Aber jetzt passiert Folgendes. Die Notenbanken haben ja auch eine Bilanz. Das heißt, die saugen sich auf der Aktivseite voll mit mehr oder weniger werthaltigen Assets. Und auf der Passivseite stehen, simpel gesprochen, die Geldscheine, die wir in der Hosentasche haben und Einlagen bei der Notenbank. Und dann kommt die spannende Frage. Wenn Sie diese wertlosen Assets haben, natürlich können Sie dann sagen, ich schreibe es nicht ab, ich tue einfach so, als wären die werthaltig. Was die japanischen Banken übrigens auch gemacht haben in den 90ern. Also Zombie-Banken waren das. Das sind es teilweise immer noch. Und was passiert eigentlich dann? Werden wir dann in alle Ewigkeit diese Assets halten und die Assets werden sozusagen perpetuiert und zinsfreigestellt? Und was passiert da? Und das ist ja die Frage. Das heißt, auf der Passivseite haben wir dann eine lange Bilanz auf der Aktivseite, auf der Aktivseite zweifelhafte Aktiva. Dann ist die Frage, wie lange glaubt die Passivseite, wie lange glauben wir noch daran, dass es werthaltig ist, was wir in der Hosentasche haben? Und das ist sozusagen das fundamentale Problem. Und darum glaube ich auch mit der Inflationsfrage, die Inflationsfrage würde sich wahrscheinlich nicht in den nächsten 3 Monaten beschäftigen. Vielleicht noch nicht in 3 Jahren. Nur solange diese Krisenpolitik weitergeht, werden wir explodierende Zentralbankbilanzen haben. Und irgendwann ist das Vertrauen weg. Also Sie unterstellen den Regierungen, den Notenbanken im Augenblick, dass sie mit dieser Politik Zeit gewinnen wollen und letztendlich doch auf eine Inflationslösung zusteuern. Also ich will Ihnen jetzt gar nichts unterstellen. Ich will damit nur eins sagen, wenn ich jetzt Politiker wäre, also die Frage ist ja, folgen Sie mal einer Argumentation, dass wir zu viele Schulden der Welt haben und die Schulden werden nicht mehr richtig bedient werden können. Wenn Sie der Argumentation folgen, dann ist die Frage, wie gehen wir, und darüber hinaus haben wir noch übrigens ungedeckte Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit alternder Bevölkerung, Gesundheitskosten, Pensionslasten und so weiter. Wenn Sie der Argumentation folgen, ist die Frage, okay, wie gehe ich damit um? Die eine Möglichkeit, ich lasse sie einfach pleite gehen. Das ist Chaos. Sie haben Chaos. Sie verlieren wahrscheinlich noch mehr Geld, als sie auch sonst verlieren würden, wenn sie es ordnen. Sie machen es über eine steuerliche Umverteilung. Ist nicht populär. Oder sie machen es über Inflation. Nur, es gibt keine andere Lösung. Und dann ist ja die Frage, was glauben Sie, was passiert? Und ich habe immer gedacht, naja, vielleicht geht man doch den Weg der Restrukturierung. Wir haben ja auch in einem Paper vorgeschlagen, den in der Fortentwicklung des Vorschlages des Sachverständigenrats für diesen Schuldenrestrukturierungsfonds in Europa, den eben zu erweitern und nicht nur Staatsschuldenüberhang zu solidarisieren oder zu poolen, sondern eben auch Privatsektorschulden zu poolen, was im Prinzip faktisch eine Bankenunion durch die Hintertür wäre. Aber es kostet halt immer was. Und ich glaube mittlerweile, dass die Politik nicht in der Lage sein wird, die fundamentalen Reformen zu gehen und auch die scheut, den Bürgern die Wahrheit zu sagen und deshalb lieber versucht, über die Hintertür eine Geldentwertung herbeizuführen, wo halt eben doch immer eine Geldillusion besteht, wenn die Geldentwertung eben nicht in die hohen Inflationsraten hineingeht und auf diese Art und Weise das Problem zu lösen. Nur die Demografie, die Höhe der Schulden, die Höhe der ungedeckten Schulden spricht einfach dafür, dass es nicht funktionieren wird. Ich hätte da direkt 2 Fragen. Guten Abend erstmal. Meine erste Frage geht in die Richtung, kann das momentane Programm, sind ja jetzt auch ein bisschen darauf eingegangen, das ist ja im Großen und Ganzen das, was Krugman vorschlägt, einfach immer weiter inflationieren und dann wird schon irgendwann das Wirtschaftswachstum kommen. Kann das überhaupt ultimativ funktionieren unter der Prämisse, dass es ja traditionell so ist, dass wir jetzt eigentlich eine Krise haben und wir in dieser Krise eine inflationäre Politik fahren und das ja wieder zurückgenommen werden müsste, um überhaupt im traditionellen Bild der Geldpolitik zu bleiben? Und dann würde ich auch noch gerne wissen, wie sieht das aus? Es wird die ganze Zeit eine Niedrigzinspolitik gefahren von den Zentralbanken. Kann es sein, dass das tatsächliche Wirtschaftswachstum deswegen nicht zustande kommt, weil eben gerade durch diese niedrige Zinspolitik es gar nicht möglich ist, über Spareinlagen dann später Investitionen zu fahren?
Das sind sehr gute Fragen. Also, ich fange mal kurz mal an, weil sie kann es funktionieren. Ich meine, Sie sagen es Krugman. Ich würde vielleicht sagen, eigentlich ist es Irving Fisher. Ich weiß nicht, ob Sie mit Irving Fisher vertraut sind, der in den 30er Jahren ein Paper geschrieben hat, was heißt The Debt Deflation Theory of Great Depressions, wo er natürlich die bisher live beobachten konnte und hat dann eben damals vorgeschlagen, der Staat und die Notenbank müssten das Preisniveau so weit reflationieren, bis das Preisniveau vor Beginn der Krise wieder erreicht wurde. Das heißt übrigens übersetzt, dass Immobilienpreise wieder auf dem Niveau von 2007 sind. Also das ist normal, was er eigentlich gemeint hat. Das ist letztlich, was Krugman auch möchte. Kann das funktionieren? Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich weiß das nicht. Ich bezweifle, dass es funktioniert, aber was wir zurzeit haben, ist ein historisches Experiment. In 30er Jahren hat man es anders probiert, hat nicht funktioniert. Jetzt versucht man einen anderen Weg. Man versucht es im Prinzip zu monetarisieren. Nur, ob es wirklich funktioniert, hängt davon, ich bezweifle es deshalb, weil ich sage, die Schulden sind nicht aus der Welt, indem ich die Zinsen auf Null setze. Das sind also nur beschassene große Zombies. Ich persönlich glaube halt, dass es einen Verlust und dass es die Gefahr gibt, des Verlust von Vertrauen in Geld. Wenn Sie jetzt in ein Juweliergeschäft gehen heute, sollten Sie mal machen, mit denen sprechen, dann erzählen die Ihnen, dass die Bevölkerung, dass Leute reinkommen und sagen, sie kaufen sich eine schöne Uhr oder sie kaufen sich Schmuck, nach dem Motto, morgen ist das Geld eh weg. Leute gehen auf teure Reisen, weil das Geld ist eh morgen weg. Oder sie kaufen sich zu horrenden Preisen Immobilien, weil sie sagen, das ist das Geld wenigstens sicher. Und das ist so der Anfang, wie man Herr Mayer auch gesagt hat, so der Anfang, wo Leute anfangen, wo man sagt, das sind die ersten Symptome, dass das Vertrauen schwankt. Darum ich persönlich Zweifel ist, aber es ist ein historisch einmaliges Experiment, das gab es davor noch nicht. Zum Thema Zins zu tief und Sparen, ich glaube, Zins zu tief ist, der Zins ist auch zu tief zum Investieren. Zins ist zu tief zum Sparen, weil ist das, also wenn heute bei 1% Zinsen rechnet sich jedes Projekt. Da können Sie sagen, warum investieren die Firmen nicht? Ja, die Firmen investieren deshalb nicht, weil sie eben kein Wachstum sehen, weil sie eben nicht sehen, dass die Konsumenten mehr nachfragen werden. Unter anderem auch nochmal wegen der Demografie. Darüber hinaus haben sie natürlich genau den Effekt, dass der tiefe Zins sogar dazu führt, dass eben, richtigerweise, sie sagen, man spart nicht mehr, aber das Sparen geht auch zurück aufgrund der Angst der Leute, dass ihnen das Geld sowieso verloren geht. Ist natürlich so, dieser tiefe Zins führt zu einer totalen Verzerrung, dass im Prinzip letztlich keiner mehr sagt, jawohl, es lohnt sich jetzt eine Investition anzugehen, weil letztlich irgendwo auch die Opportunitätskosten nicht da sind. Also vor dem Hintergrund, das tiefe Zinsniveau begünstigt, auf den vorherigen Teil der Diskussion zurückgehend, eigentlich vor allem den Finanzsektor, indem es ermöglicht, den Banken die Bilanzen zu reparieren und natürlich auch weitere Finanzblasen. Ja, Herr Stelter, Sie haben in Ihrer Studie auch gefordert, sage ich jetzt mal, dass die Sparrate in Deutschland reduziert wird. Wie denken Sie, könnte man das denn realisieren? Ich meine, es ist ja auch einfach nur abhängig, wie die Leute Lust haben, Geld auszugeben. Und gerade in Deutschland ist die Sparrate ja sehr, sehr hoch. Müsste man da nicht eine gewisse Sekundärverteilung größer ansetzen, sodass mehr Nachfrage wieder in der breiten Masse geschaffen werden kann? Ja, also vielleicht fangen wir mal, ich weiß nicht genau, worauf Sie jetzt in der Studie, ich glaube, wir haben eher gesagt, wenn Sie wirklich balancieren wollen, wenn wir in Deutschland den anderen Ländern helfen wollen, müssen wir natürlich ein bisschen mehr importieren und weniger exportieren oder müssen zumindest mehr importieren, als mehr Binnennachfrage wäre sich erwünscht. Fangen wir mal generell an mit der Sparrate. Ich glaube generell, wenn wir ehrlich sind, ist die Sparquote nicht zu hoch für ein Land, was eigentlich vor einem demografischen GAU steht. Ja, aber es wird immer unterschätzt, massiv unterschätzt, was auf uns zukommt. Und letztlich müssten wir als Volkswirtschaft werthaltige Assets im Ausland aufbauen, die uns hinterher auch helfen, dann, wenn der demografische Wandel so voller Wucht erwischt, dann eben diese Ersparnisse auch im Alter zu verwenden. Mal ganz ehrlich, als Volkswirtschaft müssten wir das machen. Insofern ist es eigentlich vom Lebenszyklus Deutschlands her sogar richtig, dass wir sowohl Handelsüberschüsse erzielen wie auch sparen. Aber in der Tat, wenn wir einen Beitrag leisten wollen zur Balancierung innerhalb Europas, müssten wir mehr Binnennachfrage haben. Und da bin ich natürlich bei Ihnen. Meine Sparquote liegt über den Büschen der Bevölkerung. Insofern sollte man sicherlich Leute, die, sollte man, wenn man so denkt, sagen, jawohl, die Leute, die ein höheres Einkommensvermögen haben, müsste man mehr belasten, um es sozusagen in der breiteren Masse die Kaufkraft zu stärken. Muss ich dazu sagen, auch ist natürlich so, dass ja heutzutage auch die Besserverdienergrenze, wenn was ist ein Besserverdiener, beginnt ja bei ungefähr bei 60.000 Euro im Steuerrecht. Und schon die Frage aufwerfen muss, wäre es nicht vernünftig, das sozusagen viel später erst anfangen zu lassen und wirklich die sogenannte Rückkehr, den Facharbeiter, die Leute, die wirklich da gut verdienen, aber sicherlich keine Spitzenverdiener sind, die zu entlasten und denen auch die finanziell besser zu stellen. Klammer auf, übrigens auch unter demografischen Gesichtspunkten wäre das vernünftiger,
um auch dort die Familienbildung zu erleichtern. Also in der Tat, aber da muss man holistisch anfangen. Wissen Sie, wenn Sie jetzt sagen, ja gut, jetzt stellt das auch für hohe Steuern für die Reichen, das ist ein bisschen verkürzt. Ich persönlich bin der Auffassung, man muss hier nicht beim Vermögen etwas machen, sollte aber im Gegenzug generell überlegen, ob man nicht in der Tat so ein Modell macht, Kombination aus Grund, also dem Bürgergeld, würde ich es jetzt nennen. Sie nennen es, glaube ich, leistungsfreies oder bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, ich will mal ein Bürgergeld. Wenn man Bürgergeld macht, in Kombination mit einem anderen Steuersystem und auch mit einem effizienteren Staat, muss man auch ganz klar sagen, dann würde man sicherlich auch da die Grundlage legen, auch für mehr Wachstum in Deutschland, auch der Konsum in Deutschland könnte Beitrag leisten. Okay, und dann hätte ich noch eine Frage. Sie haben auch in Ihrer Studie geschrieben, dass einfach als Ausgleich in der Bevölkerung sollten dann nach so einer einmaligen Abgabe die Vermögens- und Kapitalertragssteuer aufgehoben werden. Für welchen Zeitraum sehen Sie das? Und ist es nicht aber wieder der Grundstein für eine immer weiter steigende Staatsverschuldung? Denn wir können jetzt einfach alle Steuern reduzieren und dann können wir uns denken, ja, dann kommt schon das Wachstum, aber so leicht wird es ja, denke ich, nicht sein. Ja gut, ich bin ja kein Politiker, ich kann ja vollkommen vollumfängliches Programm machen, aber ich will Ihnen gleich dazu sagen, was die Logik ist, die mich dazu bewogen hat. Also wie ich in der Einführung, jetzt nehme ich mal mich als Beispiel, ich bin jetzt nicht reich, aber ich habe 42 Jahre lang gearbeitet und ich habe gespart. Ich würde so eine Maßnahme auch treffen. Und da muss ich dazu sagen, ich habe ja gespart, ich habe ja immer gute Einkommensteuer gezahlt, ich habe also sozusagen immer einen Beitrag geleistet und dann leiste ich diesen Beitrag nochmal. Und ich glaube in der Tat, wenn Sie auch in der demografischen Gesichtspunkte sich anschauen, treffen Sie natürlich, wenn Sie heute sowas machen, treffen Sie natürlich in der Tat Leute, die vielleicht noch so 20 Jahre vom Ruhestand entfernt sind. Und Sie sollten dann eigentlich schon diesen Leuten die Möglichkeit geben, durch entsprechende Mehrarbeit, durch Beitrag zum Wachstum, auch was dazu tun, um wieder für ihre eigene Altersvorsorge sozusagen ihre persönliche Bilanz sozusagen zu reparieren. Das war die Logik eigentlich zu sagen, wir müssen eigentlich dann einen Anreiz geben, dass man wieder spart, dass man was aufbaut und so weiter und sollte nicht diese Steuern entsprechend hochlassen. Das war im Prinzip die Logik zu sagen, wir machen einmal clean slate, wir räumen das auf und dann haben wir eine neue Basis, mit der wir weitermachen. Ich glaube, wenn wir jetzt sagen, wenn die Antwort wäre, wir bauen jetzt mal kurz den Schuldenüberhang ab und der Staat macht einfach so weiter wie bisher, dann wäre es, glaube ich, keine gute Grundlage. Das würde ich sehen, auch wenn der deutsche Staat halt tiefe Zinsen zahlt, wenn der Staat von Schulden in erheblichem Maße entlastet würde, der sieht der Bundeshaushalt, der Staatshaushalt auch ganz anders aus, weil, wenn mich nicht alles täuscht, sind die Zinsen die zweitgrößte Position nach dem Sozialen im Bundeshaushalt. Also vor dem Hintergrund gibt es schon eine Entlastung. Und dann sollte man das auch schon zum Anlass nehmen für eine grundlegende Reform und nicht einfach sagen, jetzt nehme ich es mal einfach weg und dann mache ich weiter wie bisher. Wir haben ja ein sogenanntes Schuldgeldsystem. Wenn einer Geld hat, hat jemand anders Schulden. Das bedeutet in Konsequenz, wenn man alle Schulden zurückzahlt, würde es kein Geld mehr geben. Haben Sie da Überlegungen zu, dass man vielleicht sowas aufhängt, dass man, was weiß ich, 50% des BIPs jedem Staat schuldenfrei zu verschulden? Zinsfrei zur Verfügung stellt? Also ich habe das auch gelesen. Ich muss zugeben, dass ich dazu keine abschließende Meinung habe. Ich persönlich, was ich mir bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass ich es unglücklich finde, wenn der Staat Zugriff hat auf die Geldschöpfung. Ja, das heißt ja nicht, dass er Geld schöpfen kann. Das wäre ja begrenzt durch die Wirtschaftskraft. Dass die Politiker gar nicht entscheiden können, dass es einfach begrenzt wäre. Wie gesagt, müssen wir intensiv beschäftigen, würde ich jetzt nicht ausschließen. Ich muss Ihnen dazu sagen, begrenzt sich die Wirtschaftskraft. Wenn die Wirtschaftskraft schrumpft, haben Sie sofort einen Konflikt, dass dann sozusagen prozyklisch die Geldmenge schrumpfen würde. Bei dem Grund bin ich ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Ich glaube in der Tat, ich bin sehr sicher, ich bin hoffnungsfroh, sage ich jetzt mal sogar, dass die Krise dazu führen wird, dass man sich intensiver mit neuen Ansätzen beschäftigen wird. Weil in der Tat, einfach nur wieder aufzusetzen, das System wie jetzt, wahrscheinlich dann in ein paar Jahrzehnten wieder zu einer Situation führen würde. Ja, meine Frage war, die Wortpaare Reform. Das Wort Reform wird ja auch oft gepaart mit dem Wort populär oder nötig. Also es ist so ein verklammerter Begriff. Also Reform klingt erstmal neutral, aber dann heißt es ja unpopulär. Also es ist schlecht. Also man will einen Gestank in die Öffentlichkeit hineintragen. Eine Reform ist unpopulär, die stinkt. Und dann heißt es aber wieder, ja, sie stinkt vielleicht, aber sie ist nötig. Ja? Also was sagen Sie zu dem
Wortgebrauch Reform und der Paarung mit den Adjektiven, stinkig oder nötig oder so. Ist das sozusagen sachorientiert oder ist das ideologisch orientiert, wenn das Wort Reform überhaupt benutzt wird als Signalwort? Ja, also meine Antwort ist die, ich meine, es gibt immer Leute, die finden die Reform gut und es finden Leute, die Reform nicht gut. Die Reform nicht gut finden, versehen sie dann mit diesen negativen Adjektiven, um ihre Punkte zu verschärfen. Und das sehen sie in den jeweiligen betroffenen Ländern, das sehen sie auch, wenn sie an die Hartz-IV-Diskussion in Deutschland zurückdenken. Da sehen Sie übrigens auch, wenn ein Unternehmen Reformen ist, ja dann im Prinzip Umstrukturierungen vornimmt, dann gibt es natürlich auch Leute, die das gut finden und die das nicht gut finden, die dann auch entsprechend Adjektive verwenden. Das ist, glaube ich, das Problem, was wir mit dem erleben müssen im Rahmen einer Demokratie, dass eben teilweise Dinge auch einem bestimmten Spin versehen werden. Ich glaube, das ist, dem müssen wir leben. Nur um den Gesamtkontext der Diskussion einzuordnen, muss ich leider sagen, das ist das geringste Problem, was ich sehe, angesichts der Problematik, die wir vor uns haben. Sie haben den ESM bzw. den EFSF als auch einen zentralen Angelpunkt dieser Finanzierung über die Vermögensabgabe auch beschrieben. Könnten Sie das nochmal erläutern, welche Rolle dann der Rettungsschirm ESM bzw. EFSF übernehmen würde und wie da die Vorgänge wären? Also Sie reden jetzt auf ein anderes Paper von uns, nämlich das Paper, das heißt Fixing the Eurozone, wo wir einfach mal den Gedanken fortgeführt haben vom Sachverständigenrat und Folgendes gemacht haben. Wir haben also im Prinzip gesagt, letztlich Logik erstens, es ist nicht nur ein Staatsschuldenproblem, es ist ein Gesamtschuldenproblem. Zweitens, Schulden über 180%, Gesamtschulden über 180% Sozialprodukte sind nicht richtig tragfähig. Da kann man darüber diskutieren, ob 180 sind oder 200. Wiederum nicht Finanzunternehmen, Privathaushalte und Staat zusammen. Wir haben gesagt, diese Schulden sollte man poolen und haben das analog mit dem Sachverständigenrat beschrieben und haben dann gemeint, naja, man könnte im Prinzip den ESM sofort entwickeln, wo man dazu sagen muss, dass wir das nicht in juristischen Gesichtspunkten angeschaut haben, einfach nur im Sinne von, wie könnte man sowas dann so vom Konzept schnell sich einfach anschauen. Man poolt das, das hieße folgendermaßen, die Staatsschulden, das wäre einfach, alles, was über 60% hinausgeht, geht in diesen Pool. Bei Privatschulden hätten wir gesagt, also wenn Privatsektor Verschuldung zu hoch ist, wie es war in Spanien, dann wird so ein Betrag eben dann zur Stabilisierung des spanischen Bankensystems aufgewandt, in Verbindung mit einer echten Abschreibung von Forderungen. Also, dass man eben die Hypotheken entsprechend auch kürzt, also wenn Sie eine Million Hypothek haben, dass Sie dann eben nur 800.000 haben. Das heißt, weitergeben der Abschreibung auch an den Schuldner, nicht, dass die Banken das nutzen und nicht, dass die Banken sanieren und die Schuldner weiterhin unter dem Druck stehen, die Schulden zu bedienen, was ja die negative Wirkung hat auf die Realwirtschaft. Und hätten dann gesagt, dieser gepoolte Betrag wird gemeinsam refinanziert, das eben dann über Eurobonds, was einen Zinsvorteil bringt für diese Schulden. Und dann kann man eben über verschiedene Varianten diskutieren. Die eine Variante ist, jeder zahlt für sich alleine. Da wird aber klar, dass Länder wie Portugal, Spanien, Irland, über Griechenland brauchen wir gar nicht zu reden, überhaupt in der Lage wären, eigentlich diese Schulden selber zu bedienen, was auch erklärt, warum die Finanzmärkte bei diesen Ländern so skeptisch sind und haben dann eben in Subvarianten mal gesagt, wie könnte eine Umverteilung zwischen Ländern ausschauen, was ja auch eine Umverteilung ist zwischen Gläubigern und Schuldnern letzter Konsequenz. Das haben wir so gemacht. Ich glaube, der ESM wäre eine Möglichkeit, das zu organisieren. Aber wie gesagt, diesen rechtlichen Aspekt haben wir jetzt im Detail so nicht beleuchtet, weil wir einfach nur einen Diskussionsbeitrag leisten wollten. Und da kann sicherlich das noch detaillierter ausführen. Wenn ich dazu sagen muss, das auszuführen, das einfach auch voraus, dass es auch einen Appetit der Politik gibt, das zu machen. Und soweit ich das jetzt gesehen habe, gibt es diesen Appetit nicht. Da kommen ganz viele unterschiedliche Fragen in meinem Kopf, aber ich will mich mal auf zwei konzentrieren. Das eine wäre, wenn man so einen Schuldenschnitt dann durchführen würde, würde das dann nicht auch zumindest kurz- und mittelfristig den Zugang zu den, in Anführungsstrichen, Märkten für Staatsanleihen verschließen für die Euro-Staaten? Und das andere ist, ist so ein zentrales Konstrukt wie so ein Schuldenschnitt auf die Eurozone angewendet mit so einer unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur auch? Also zum Beispiel waren ja Schuldenschnitte in den südlichen Wirtschaften was ganz Normales. Die deutsche Wirtschaft kennt sowas gar nicht. Wie stellen Sie sich das vor in der mittelfristigen Sicht? Ja gut, zum einen fangen wir mit dem zweiten Teil an. Ich meine, deutsche Wirtschaft kennt es deshalb nicht so in dem Maße, weil wir Gläubiger sind.
Das ist natürlich anders. Da waren sich auch mal Schuldner, wenn Sie an die Hyperinflation der 20er Jahre denken oder auch an die Währungsreform 48. Also klar, das ist, jetzt sind wir Gläubiger, deshalb kennen wir das nicht. Wir werden da betroffen, weil wir Forderungen abschreiben müssten. Generell die Frage, kann man dann wieder in die Märkte zurückgehen? Ich glaube, wenn man wirklich hingeht und das als konzentriertes Programm fährt und sagt, wir machen diesen Schnitt, das wird auch, wir haben ja eine Finanzierungsmöglichkeit, wie dieser Schnitt ja diskutiert, eben über Besteuerung statt über einfach nur Verluste bei den Gläubigern, die ja teilweise etwas willkürlich sein können. Stichwort Lebensversicherung und haben wir eben das Pech, dass ihre Lebensversicherung eben auch italienische Staatsanleihen hat, das auszugleichen. Dann glaube ich in der Tat, dass es den Kapitalmarktzugang nicht erschweren wird. Also der Kapitalmarkt auch zu groß. Wenn Sie historisch anschauen, ich meine, Griechenland war irgendwie mehr als die Hälfte der letzten 200 Jahre pleite und hat trotzdem wieder Zugang zum Kapitalmarkt gefunden. Ich glaube in der Tat, wenn man einen Schnitt macht, das verbindet mit bestimmten Maßnahmen, um Vertrauen zu erwecken oder wiederherzustellen, ist das möglich. Ich glaube, wir werden perspektivisch sowieso nicht drum herum kommen, in irgendeiner Weise bei Banken eben Restrukturierung vorzunehmen, wo Gläubiger beteiligt sind und verlieren und bei Staaten perspektivisch auch. Also ich würde das nicht so kritisch sehen, aber in der Tat ist halt für die Gläubiger und im konkreten Fall für uns Deutsche ist es unangenehm. Ja, guten Abend. Ich hätte mal eine Frage wegen bei dem Mesopotamia-Paper. Da stellen Sie da den Punkt Berücksichtigung der Verluste auf Seiten der Darlehensgeber auf Seite 6. Gehen Sie davon aus, dass quasi europäische Banken quasi pleite gehen könnten, also insolvent werden, wie jetzt, glaube ich, in Frankreich das erst passiert ist, jetzt diese Pariser Baufinanziererbank, weiß jetzt nicht, wie sie heißt. Also, dass sie quasi nicht mehr solvent sind und dann durch den Staat rekapitalisiert werden oder erstmal aufgefangen werden irgendwo. Und da steht jetzt, also sie gehen davon aus, dass das durch den EFSF oder später jetzt dann bald den ESM, denke ich mal, dass die wahrscheinlich dafür einspringen würden, um die Banken quasi zu rekapitalisieren. Und also mit dem Zitat hier, aber bei vielen werden die Gesellschaftsanteile wertlos und der EFSF würde die Unternehmen rekapitalisieren müssen. Tatsächlich würden die Staaten der Eurozone dann Eigentümer des Bankensektors sein und sie würden diesen grundlegend zu restrukturieren haben, bevor sie ihn reprivatisieren. Können Sie mir da einen stichhaltigen Grund nennen, weshalb vielleicht gerade die Staaten jetzt erst die Banken verstaatlichen sollten, um sie dann grundlegend restrukturieren, also ihr Geschäftskonzept vielleicht general überarbeiten und sie gleichzeitig also sanieren, die Banken, und dann zurück in private Hände geben sollten? Also reprivatisieren, was ja dann, ich denke, das wird ja wahrscheinlich durch diese Rettungsschutzschirme der europäischen Institutionen da, dass die arbeiten ja mit Steuerzahlergeld oder vielleicht auch mit dem, müssen das ja irgendwo wieder refinanzieren, also vielleicht auch durch Gewerbesteuer. Das war die Frage. Also ein stichhaltiger Grund hätte ich dann gern, wieso man das der Ausstatt des Hand zurückgeben sollte und reprivatisieren. Ja, ich habe die Frage schon verstanden. Ich glaube, der Punkt ist erstmal die Idee, was wir drin halt geschrieben haben, war zu sagen, okay, erstens, wir retten nicht die Bankaktionäre. Das ist, glaube ich, der ganz klare Punkt. Wir sagen, schreiben explizit rein, in so einer Situation würden die Bankaktionäre erstmal ihr Kapital verlieren. Idealerweise würde man dann auch sagen, dass diejenigen, die über eine Anleihe an der Bank gekauft haben, eben auch an diesen Kosten beteiligt werden und natürlich nicht diejenigen, die einfach ein Bankkonto unterhalten, einfach Einlagen haben. Und dann würde das sozusagen das Eigenkapital gestellt werden vom Staat. Der Staat würde sozusagen die Bank Eigenkapital geben, das Geschäft fortzuführen und wäre damit Eigentümer. Jetzt glaube ich nicht, dass der Staat der bessere Eigentümer ist, muss man ganz klar sagen, aber die Idee wäre natürlich schon zu sagen, wenn man das mal macht, und das wird ja auch gerade diskutiert im Zusammenhang mit dem Thema Bankenaufsicht, dass man wirklich mal hingeht und sagt, das muss die Gelegenheit eigentlich sein, wirklich nicht lebensfähige Unternehmen zu schließen, lebensfähige Unternehmen einfach zu sanieren und sie dann wieder in den Privatsektor abzugeben. Jetzt die Frage, was ist die Alternative? Sie können sagen, auf Dauer ist das Bankwesen staatlich, halte ich gar nichts davon, weil trotz der ganzen Dinge, die schiefgelaufen sind, wahrscheinlich durch fehlende Regulierung, ist der Staat sicherlich kein besserer Geschäftemacher, als das die Privaten sind. In dem Hintergrund sollte man dann wieder die Banken privatisieren. Aber die Logik war einfach zu sagen, es ist, und da bin ich bei Ihnen, ich meine übrigens, wenn Sie sagen, Steuerzahler müssen bezahlen, das ist ja die generelle Aussage, und nicht, weil ich jetzt was gegen die Steuerzahler habe, ich weiß, das will, bin ich ja selber einer, muss einfach nur sehen, die Situation ist einfach die, nochmal zur Erinnerung, dass wir zu viele Schulden haben und wir als Gläubiger, und Deutschland ist nun mal überwiegend ein Gläubigerland, in diesem Kontext. Wir als Gläubiger werden so oder so unser Geld verlieren. Wir haben nur die Wahl auszusuchen, wie wir es machen. Über ungesteuerten Konkurs, über Besteuerung oder über Inflation.
In diesem Kontext muss man das sehen und Privatisierung hinterher einfach nur, weil der Staat ein schlechter Geschäftsmann ist. Ich hoffe, dass ich damit die Frage beantwortet habe. Gut, dann ich habe zwei Fragen. Die erste Frage, wie soll ein Schuldenschnitt bei einem, also bei privaten Haushalten ablaufen? Und wie wird der, also mir nicht erklärbare Vorteil später dann ausgeglichen? Das ist eine gute Frage. Also die, gerade der Vorteil, die Aussage ist, nehmen wir als Beispiel USA. Wir haben es in anderen Paper mal geschrieben und das ist, wir haben in den USA das Problem, der Immobilienmarkt, dass die Immobilienpreise fallen. Leute haben oftmals Schulden, die über dem Wert des Hauses liegen. Das heißt, es gibt zwei Szenarien, entweder sie gehen einfach weg, mit Jingle-Mail heißt das, und lassen den Schlüssel auf dem Tisch liegen und sagen, das war's, weil im Unterschied zu Deutschland, dann ist die Haftung beschränkt auf die Immobilie. Oder sie sind dann nicht mehr mobil, sitzen drin und sagen, tja, was machen wir, weggehen, können es kein Haus mehr leisten und kriegen auch keine Hilfe. Also müsste man das Preisniveau hochkriegen. In dem konkreten Fall wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, jawohl, eine staatliche Agentur garantiert bestimmte Kaufpreise. Sie setzen einfach einen Preis fürs Haus fest. Sie sagen, wir zahlen ab sofort wieder 2008er Preisniveau. Damit würden sie das Problem lösen, weil sie hätten automatisch einen Markt. Sie hätten automatisch einen Markt, dass jeder wieder, der ein Haus kaufen möchte, weiß, der Preis kann nicht tiefer fallen, weil dann kauft diese Agentur auf, also kann ich auch kaufen, Preis gefahrlos. Würden damit dem Privathaushalt helfen, aus seinen Schulden rauszukommen. Und haben natürlich genau das Problem, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie sagen, Moral Hazard, es gibt Leute, die haben Schulden, denen geht es besser, als die, die keine Schulden haben. Wenn Sie jetzt auf Spanien mal mit meinetwegen gehen, dann können Sie sagen, obwohl die Banken sitzen auf ganz vielen faulen Forderungen, aber sie machen die Abschreibung nicht, weil sie die Abschreibung nicht leisten können, weil sie dann kein Kapital mehr haben. Jetzt können Sie sagen, okay, wir kapitalisieren die Banken oder wir zwingen die Banken, die Abschreibung vorzunehmen und dann eine Kapitalisierung zu machen. Nur oftmals ist es so, da gibt es einen faulen Kredit, der wird zwar bei der Bank wertberechtigt, wenn Sie der Bank das Geld aber schulden, wird die Bank bis zu ihrem Lebensende, beziehungsweise bis zu dem Zeitpunkt des Offenbarungseides plus 7 Jahre in Deutschland, wird die Bank bei Ihnen so lange Geld antreiben, bis sie Ihre Forderung zu 100% wieder drin hat. Da müsste man halt sagen, wenn du es um 30% abschreibst, die Forderung, oder 50%, dann musst du auch deine Forderung gegenüber dieser Person um 50% abschreiben. Problem ist genau dasselbe, was wir vorhin besprochen haben in Amerika, Moral Hazard. Meine Aussage dazu ist, ich habe total viel Sympathie dafür, wenn Leute sagen, ich mag diesen Moral Hazard, ich gönne es denen nicht, wenn man zu viel Schulden hat, muss man dafür büßen. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass wir alle mitbüßen müssen, weil es nämlich eine Wirtschaftskrise zur Folge hat, die uns noch auf Jahre hin beschäftigt. Und deshalb muss man sagen, für die Historie ist immer passiert, wo man den Moral Hazard in sauren Apfel beißen, weil wir alle davon profitieren. Wir müssen nur in Zukunft sicherstellen, durch Bankenregulierung und andere Maßnahmen, dass sich die Krise und so ein Aufschulden nicht mehr wiederholen können. Okay, dann mache ich mal einen anderen Vorschlag. Wäre es ein denkbarer Weg, wenn man alternativ zu Ihrer Idee eine 100%-Schnitt beim Staat macht? Oder der Vorgabe, dass man die Aktivseite der Geschäftsbanken durch die EZB rettet, indem man einfach die Staatsanleihen tauscht gegen Zentralbankgeld und die angespannten Rentenansprüche der Bürger in staatliche Rentenpunkte zum Beispiel umrechnet? Also sozusagen eine Transformation der Ansprüche in die Zukunft macht und dadurch den Schuldenschnitt auf 100% senken kann. Würde das einen Sinn machen? Auch da würde ich einfach sagen, müsste ich mich intensiver mit beschäftigen. Muss natürlich sehen, das Verschieben in die Zukunft, also sagen wir so, den Schnitt zu machen, ist a priori richtig. Fangen wir mal damit an. Der Rentenpunkt und anderes, da müssen Sie sehen, wer soll das bezahlen? Ja, wenn Sie sich die Demografie in Deutschland anschauen, ich zitiere jetzt mal den Gunnar Heinzohn, den können Sie auch mal einladen, das hat er. Emeritierter Professor aus Bremen. Wenn Deutschland 100 Kinder bräuchte, um die Bevölkerung stabil zu halten, kriegen wir aber nur ungefähr 66. Das heißt, es fehlen 34 Kinder. Von diesen 34 Kindern gehen ungefähr 7, also von den stabilen 66 Kindern gehen 7 wandern aus. Das ist ungefähr empirisch nachweisbar. 10 haben letztlich, können eigentlich nicht richtig lesen und schreiben, weil die Ausbildung fehlt. Und dann haben sie die Verbliebenen um die ungefähr 50, die müssen dann für die 10 zahlen, die nicht lesen und schreiben können, aber ich montiere das mal ein bisschen, und müssen aber gleichzeitig auch für die vorangegangene Generation zahlen, die in Rente gegangen ist. Das heißt, wir haben ein massives Problem und deshalb das Aufschieben in die Zukunft wird nicht funktionieren. Wir müssen es heute bereinigen und müssen uns darüber hinaus noch mit der Frage auseinandersetzen, wie wir mit den ungedenkten Verbindlichkeiten für meine Generation und die Älteren umgehen. Also ich gehe ja davon aus, dass ich einen 100%-Schnitt beim Staat mache. Es hat ja entsprechend Vorteile, die der Staat danach auch wieder sinnvoll in die Wirtschaft oder ja als Aufbaumaßnahme nutzen könnte. Ich denke mir, dass vielleicht durch dieser Effekt
zum ersten diese Ungerechtigkeit genommen wird, wenn Private den Schuldenschnitt kriegen. Und zum anderen könnte man ja zum Beispiel jetzt mal gedacht, Kita-Plätze und solche Methoden benutzen des Staates, um gerade den demografischen Faktor wieder in eine vernünftige Bahn zu bringen. Ja, gut, man dazu sagen, in Deutschland haben wir in der Tat, ist es vor allem ein Staatsschuldenproblem und kein Privatsektorproblem. Also das ist im Unternehmensbereich ein bisschen anders, aber das hat mit der mittelständischen Eigentümerstruktur zu tun, dass da die Schulden etwas höher sind. Ja, man kann so argumentieren, man kann natürlich sagen, okay, wir haben einen weisen Staat, der dann auch mit diesen neuen Möglichkeiten positiv umgeht. Wenn Sie natürlich jetzt in andere Länder hineingehen, also Spanien anschauen, die spanische Staatsverschuldung liegt immer noch unter der deutschen oder ist gerade dabei, Deutsche zu überholen. Aber das Hauptproblem in Spanien ist Privatsektorverschuldung. Und die muss man, wissen Sie, wenn Sie Spanien auf 60% Staatsverschuldung bringen, das bringt ihnen a priori relativ wenig, weil die sind bei jetzigen Wirtschaftssituationen, sind die in 3 Jahren wieder, wo sie heute sind. Das heißt, dort muss man eine Lösung finden, wie man das Privatsektorproblem löst. Ja, vielen Dank. Meine erste Frage, die hat sich sozusagen im Laufe der letzten 10 Minuten ein bisschen gewandelt. Ich fand es interessant, Ihre Ausführung zu der ersten Frage von Piratos. Und da würde ich Ihnen erst kurz ein Feedback sozusagen geben, was so mein Stand ist. Und der wäre der, dass Ihr Vorschlag, wie Sie es durchgerechnet haben, sicher sehr interessant ist. Dass aber dieser letzte Teil, also sowohl ein Schuldenschnitt bei den Staaten kommt bei mir an, finde ich gut, ein Schuldenschnitt bei den Banken auch. Und dieser dritte Aspekt, Schuldenschnitt bei den Privatleuten, das scheint mir das Komplizierteste. Und von daher sozusagen aus politischer Sicht als Partei, wenn wir gucken, was kann man umsetzen, würde ich sagen, da würde ich ein bisschen Fragezeichen machen. Und mein Fazit war eigentlich, als ich das jetzt gehört habe, dass sozusagen der Ordnungsrahmen der Marktwirtschaft, der eben eine Insolvenz vorsieht, dass der vielleicht in dem Fall wirklich das Naheliegendste ist, dass also wenn eben ein Staat überschuldet ist, dann geht der insolvent, genauso bei einer Bank gibt es eine Restrukturierung und wenn eben dann Privatleute überschuldet sind, dann ist eben auch die Möglichkeit einer Insolvenz. Also wenn ich das so erstmal stehen lassen kann, wäre meine Frage, ob denn die Vorstellung für Sie, dass man eben als politische Partei einmal einen Schuldenschnitt bei den Staaten und eine Restrukturierung der Banken, dass man sich darauf beschränkt, ob das nicht vielleicht eine Alternative ist, mit der man arbeiten kann? Das meine einfache Antwort dazu ist, ja, ich bin ja keine politische Partei, aber als politische Partei würde ich mich natürlich auch auf diesen Faktor fokussieren. Da müssen Sie dazu sagen, wir haben auch die Komponente noch, Sie brauchen natürlich eine Antwort zum Thema, wie gehe ich mit Europa um? Und das setzt natürlich dann voraus, dass Sie auch sagen, na gut, Schuldenschnitt in den anderen Ländern heißt im Klartext auch Verzicht, das heißt natürlich auch das Forderungsverluste für Deutsche und natürlich auch für deutsche Banken mit den entsprechenden Folgen für die deutsche Bevölkerung, das wir im Hinterkopf haben. Und man muss sich die Frage natürlich auch werfen, was wir gleich diskutiert haben, also natürlich das Problem Europas nicht nur die hohe Verschuldung ist, sondern natürlich auch noch die divergierende Wettbewerbsfähigkeit, die wirklich, wirklich schlechte demografische Entwicklung, die mangelnde Innovationsfähigkeit in Ländern der Peripherie etc. etc. Also mit dem Schuldenschnitt alleine ist die Eurozone noch nicht gerettet. Vielleicht noch einen kurzen Kommentar, weil ich jetzt auch so sehe, dass jetzt CEO Meyer noch kommentiert hat, wir haben dafür auch nur 0,7 Kinder weniger und die wir versorgen müssen, also fehlt nicht an Geld. Liebe natürlich das Folgende, dass die Kinder, die heute geboren werden, wenn die daran gehen, Kinder zu machen, dann geht es ja wiederum für deren Altersversorgung. Also von dem Hintergrund ist es schon ein Problem bei Demografie, was sich leider wie so ein Öltanker über Zeit ziemlich gut vorausbrechen lassen kann in seinem Kurs. Aber jetzt ein kurzer Exkurs nochmal. Ich glaube, die Aussage ist ja, Sie können sich darauf fokussieren, aber Sie brauchen auch eine Antwort meines Erachtens auf das Thema, wie gehen Sie mit der europäischen Schuldenkrise um, plus den ganzen Fundamentalfaktoren, die eben ein Problem aufwerfen innerhalb der Eurozone. Also da kann ich Ihnen voll 100%ig zustimmen. Ich habe auf den Fragepad auch einen Link gemacht zu einem Lösungsvorschlag, an dem wir arbeiten. Und da ist genau, da steht das auch drin, dass wir im Ausblick letztendlich uns auch um den europäischen Währungsraum noch kümmern müssen. Aber wir packen das eben in Portionen, die so dann weiter bearbeitbar sind. Insofern trennen wir das hier. Aber im Hinterkopf haben wir das mit. Ich würde aber gerne noch eine zweite Frage stellen. Die ist sozusagen konträr zu meiner eigenen Auffassung, aber nur zur aktuellen Entwicklung mit der EZB. Das sieht jetzt so aus, dass durch diese Ankündigung, unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen, sich die Lage sowohl was den Euro angeht, wobei der ist ja eigentlich nicht so wichtig, aber auch was die Zinsen der verschiedenen Länder in Europa angeht, hat sich etwas entspannt. Und von daher die Frage, kann das
nicht doch überraschenderweise dazu führen, dass die EZB überhaupt keine Staatsanleihen kaufen muss, weil ja an den Finanzmärkten letztendlich über Erwartungen sozusagen agiert wird und dass sich das Problem doch dadurch irgendwie von selbst regelt? Kurze Antwort ist nein, aber ich gebe eine längere Antwort dazu. Erstmal fangen wir erstmal damit an, selbst die Zinsen, die jetzt gesunken sind, noch zu hoch. Weil Sie müssen natürlich sehen, die gesamtwirtschaftliche Zinslast, nicht nur Staatsschulden, sondern die privaten Leute und so weiter, ist so hoch, dass alleine die Zinsen, die Spanien und die spanische Volkswirtschaft einfach zahlen muss, weit über dem Wachstum, dem Nominalwachstum Spaniens liegt. Das heißt, alleine schon über Zinseszinseffekt sind die Schulden jetzt immer noch auf dem Pfad der Untragbarkeit. Fangen wir erstmal damit an. Zweitens, die Zinsen ja gesunken im Kapitalmarkt in der Erwartung, dass die spanische Regierung jetzt sagt, huhu, wir wollen gerne unter den Rettungsschirm schlüpfen, dann kriegen wir unbegrenzt Geld von der Notenbank. Das ist aber für die spanische Regierung politischer Selbstmord. Also macht sie es nicht. Also, das werden Sie heute verfolgt haben, beginnen die Zinsen schon wieder zu steigen, weil die Spanier das nicht machen. Also wenn die Zinsen steigen, weil die kurzfristige Erleichterung, die eingetreten ist, hat schon dazu geführt, dass die Spanier sagen, Politiker, ach, muss ich gar nicht machen. Italien ist noch besser. Italien hat sofort die tieferen Zinsen genutzt und hat da so 10 Milliarden nochmal platziert. Aber Monti will jetzt nämlich auch nicht den Rettungsschirm gehen. Warum? Weil er dann fürchtet bei den kommenden Wahlen, dass eben eine der etwas radikaleren Stimmen an die Macht kommt, die sich alles zurückdreht. Also das heißt, die Wirkung ist eigentlich genau das Gegenteil. Die hat den Politikern das Gefühl gegeben, ach, das Problem löst sich schon so, ich kann es aussitzen. Und genau das Gegenteil wird eintreten. Der Kapitalmarkt wird es wieder testen. Das wird der Rettungsschirm mit ankommen müssen. Da muss der Bundestag wieder zustimmen, muss die Spanier zustimmen. Es wird unter Auflagen erfolgen. Die Auflagen führen prozyklisch zu einer weiteren Verschärfung der Krise. Die EZB wird dann einschreiten, wird die Anleihen kaufen und wird damit faktisch, ja, letztlich, was wir vorhin schon besprochen haben, zu einer Umverteilung von Risiken von Steuerzahlern führen. Also eigentlich alles, was gar nicht im Interesse von uns sein sollte und alles das vor dem Hintergrund, dass trotzdem die Schulden schneller wachsen als das Sozialprodukt und das Problem jeden Tag noch größer wird. Vielen Dank, Herr Stelter. Eine Frage von mir. Sie haben bei dem Lösungsvorschlag für die Eurozone folgende Sätze formuliert. Was den gesamten Kontext der Zukunft der Eurozone angeht, werden die verantwortlichen Politiker die Verteilung der Schuldenlast auf eine breitere Basis stellen müssen, sodass die Steuerzahler in Ländern wie Deutschland, Frankreich und den Niederlanden in größerem Umfang beizutragen hätten, als es zur Reduzierung ihrer eigenen Schuldenlast notwendig wäre. Wenn Sie das vielleicht nochmal konkretisieren, wie dieser Transfermechanismus, das ist es ja eigentlich, in Europa dann aussehen müsste, nach Ihrer Meinung. Gut, das haben wir in dem Paper auch beschrieben. Wir haben im Prinzip gesagt, was ich vorhin schon gesagt habe, wir poolen also den Schuldenüberhang von Staaten und von Privatsektoren. Und wenn Sie dann schauen, wenn jedes Land für sich selber zahlen muss, was ich vorhin gesagt habe, dann würde es eben zu so hohen Lasten führen, selbst bei einer günstigen Refinanzierung mit Eurobonds und ein bisschen Financial Repression, also ein bisschen Zins unter dem Nominalwachstum, dass eben Portugal, Irland, Griechenland, Spanien eigentlich nicht in der Lage sein würden, ihren Anteil wirklich zu zahlen. Das heißt, um diesen Tilgungsfonds, das wäre genau Sachverständigenmodell, um in 20 oder 25 Jahren den Fonds auf Null zu bringen, um den Tilgungsfonds wirklich auf Null zu bringen, bräuchten diese Länder Hilfe. Im Klartext hieße das, dass eben Deutschland, das zahlt gerade nicht präsent, die Deutschen müssten nämlich für uns alleine müssen wir ungefähr Abgabe leisten, in Größe von 0,8% des Sozialproduktes, dass man dann eben einen höheren Prozentsatz in diesen Topf überweist, als für die eigenen Schulden erforderlich, um damit den anderen Schuldnern zu helfen. So wäre das technisch abzuwickeln. Im Prinzip auch heute wie schon im EU-Finanzausgleich, wo wir eben etwas mehr einzahlen als die anderen. Herr Stelter, führt die Konzentration auf die Schulden nicht weg vom eigentlichen Problem, nämlich dem Ungleichgewicht in der Leistungsbilanz? Ich glaube, die Ursachen für Probleme auf der Finanzebene liegen immer ursächlich auf der Leistungsebene. Und dass, wenn man jetzt die Probleme in der Finanzebene sucht und dort nach Lösungen sucht, dass man dann die eigentliche Ursache nicht bekämpft, sondern in Wirklichkeit Symptome. Ich möchte das mal ein Beispiel machen. Sie haben jetzt gesagt, 3x60%, das ist Ihrer Meinung nach so die Obergrenze. Aber das ist für mich so mehr in die Glaskugel geguckt. Man kann es meines Erachtens ökonomisch so nicht begründen. Müsste man nicht eher sagen, dass man sagt, wie ist eigentlich die individuelle Leistungsbilanz, Leistungsbilanzentwicklung eines Wirtschaftssubjektes erstens?
Und welche Auswirkung hat die Verschuldung auf die Entwicklung der Leistungsbilanz? Ich unterscheide da immer gute und schlechte Schulden. Gute Schulden verbessern die Entwicklung der Leistungsbilanz, schlechte Schulden machen das Gegenteil. Und so gesehen könnte man sagen, gute Schulden kann man nicht genug haben, weil sie zwangsläufig zur Entschuldung führen, während schlechte Schulden einem mehr oder weniger an irgendwann in die Insolvenz führen. Und jetzt nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Ich versuche auf die Strukturen, auf die Ursachen in den Strukturen zu sehen. Ich glaube, die Verschuldung bei den Unternehmen ist der Tatsache geschuldet, dass das Eigenkapital gegenüber dem Fremdkapital extrem diskriminiert wird. Bemerkung vorneweg, man muss ja sagen, nicht nur das Eigenkapital, auch das Fremdkapital als Ganzes sind für den Gewinn oder Verlust eines Unternehmens maßgeblich. Und würde man sagen, wir machen eine Gewinnentwicklung vor Abzug der Zinsen auf die Schulden und würde dann sagen, okay, anstatt dass jetzt die Berechnung der Gewinnsteuer jetzt das Eigenkapital zu tragen hat, würde man sagen, es hat jetzt das Fremdkapital zu tragen, dann bin ich der Meinung, hätten wir ratzfatz, hätten wir eine Entschuldung der Unternehmen, weil dann die Struktur so wäre, dass die Leute sagen würde, es rentiert sich, in Eigenkapital zu gehen und nicht in Fremdkapital. Das ist der eine Punkt für Entschuldung. Zweiter Punkt für Entschuldung beim Staat. Würde man die Geldschöpfung zurück zur Zentralbank bringen und würde man dann einen großen Teil des Geldschöpfungsgewinns einmalig realisieren, wie beispielsweise bei den Münzen, das ist ja eine Größenordnung von 2 Billionen, dann könnte man ja die deutsche Verschuldung, ich sag mal, mehr oder weniger abbauen. Wie sehen Sie diese Perspektiven? Das war eine ganze Menge. Ich fange mal an den einfachsten Punkt. Steuerliche Behandlung Eigenkapital, Fremdkapital bin ich bei Ihnen. Ich persönlich halte die steuerliche Begünstigung von Fremdkapital für unglücklich. Meine persönliche Meinung, ich glaube in der Tat, dass da manchmal Fehlanreize gegeben werden. Vielleicht ganz kurz, bevor ich zum letzten Punkt komme, ich wollte etwas länger ausführen, zum Thema ganz kurz nochmal 180% und die Frage gute, schlechte Schulden. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Wie kamen wir auf 180%? Sie erinnern sich vielleicht noch an die Maastricht-Kriterien, die es früher mal gab, nicht 60% Schulden und 3% Defizit. Die sind ja eigentlich gar nicht so doof, weil wenn Sie davon ausgehen, dass eine Volkswirtschaft mit 5% nominal wächst, also 2,5% Wachstum, 2,5% Inflation, 5% Nominalwachstum, dann entsprechen natürlich 5% auf 60% entsprechen ungefähr 3%. Dann können Sie sozusagen jedes Jahr 3% Defizit fahren und haben faktisch eine stabile Schulden-Sozialprodukt-Ratio über Zeit und haben keine Aufschuldung. Und da haben wir gesagt, naja gut, was für den Staat gilt, kann eigentlich auch für die anderen beiden Sektoren, Privathaushalte und nicht Finanzunternehmen auch gelten. Das zum Thema, wo kommen 180 her? Gute Schulden, schlechte Schulden. Mit dem Konzept habe ich ziemlich viele Schwierigkeiten. Ich persönlich mag mehr Heimer Minsky, der gesagt hat, es gibt drei Arten von Schulden. Nicht Hedge Financing, also wo jemand Zinsen und Tilgung bringen kann. Speculative Financing, wo jemand die Zinsen zahlen kann, aber die Tilgung eigentlich nicht machen kann. Und Ponzi-Financing, wo sie im Prinzip weder Zins noch Tilgung bringen, sondern sie leihen sich die Zinsen immer noch dazu und hoffen irgendwie jemanden zu finden, der hinten das Problem abnimmt. Und ich glaube in der Tat, für mich sind gute Schulden die ersten. Ein bisschen spekulativ geht auch noch. Schlechte Schulden sind ganz klar Ponzi-Schulden. Und das ist das, was wir gesehen haben eben bei Immobilienblasen in Spanien und woanders, wo letztlich ja in der letzten Konsequenz darum ging, dass sie immer darauf spekuliert haben, Zins und Kapital dadurch zu realisieren, dass sie eben das Ding zu einem höheren Preis verkaufen. Übrigens auch gleichermaßen in den letzten paar Jahren des Immobilienbooms in den USA. Der Geldschöpfungsgewinn, ja. Man muss natürlich sagen, der Geldschöpfungsgewinn ist im Gesetz schon ausgeschüttet worden die Bundesbank hat ihn ja ausgeschüttet an den Staat. Der fällt natürlich die Zeit weg aufgrund der Krise. Wenn man jetzt das alles bei dem Staat machen würde, insofern nur noch Notenbankgeld hätte, würde der Geldschöpfungsgewinn größer ausfallen, richtig. Die 2 Billionen habe ich jetzt nicht so ganz nachvollzogen, muss ich natürlich sagen, weil wenn Sie davon ausgehen, dass Sie pro Jahr 2 Billionen, 2000 Milliarden Geldschöpfungsgewinn haben für den Bund, dann, wie gesagt, ich wüsste nicht, woher kommen sollte. Plus, wenn dem so wäre, dann würde ich sagen, haben wir natürlich schon das Problem, dass ich dann bezweifeln würde, wie wertvoll das Geld schon ist, weil wir dann den Zugriff haben vom Staat, dass der Staat natürlich sagt, die Kassen knapp sind, lass uns ein bisschen mehr Geld schöpfen, haben wir auch ein bisschen mehr Geldschöpfungsgewinn. Nein, es geht nur darum,
zurzeit haben wir die Chiralgeldschöpfung der Geschäftsbanken liegt so in der Größenordnung. Und wenn diese Geldschöpfung von 2 Billionen, weil das geschöpfte Geld verliehen wurde, kann es problemlos übertragen werden an die Zentralbank. Aber die Zentralbank hätte die Möglichkeit, jetzt nicht das Geld zu verleihen, sondern praktisch eine einmalige Geldschöpfungsgewinn zu realisieren, wie es bei Münzen der Fall ist, und könnte dann geldmengenneutral, könnte sich zu einem hohen Maße der Staat entschulden. Es wäre natürlich so, dass nicht die ganze Menge an Geld, ein einmaliger Geldschöpfungsgewinn zu realisieren ist, weil sonst fehlt praktisch Geld zum Verleihen für die Geldpolitik. Das wäre nur eine einmalige Möglichkeit bei der Umstellung. Danach müsste man sich natürlich, und das wäre die Chance, wenn man entschuldet ist, dass man dann wirklich strenge Grenzen einsetzt. In letzter Konsequenz heißt es nichts anderes auch, als letztlich auch Aspekte einer Währungsreform und einer Teilenteignung der Gläubiger hat. Nein, wäre nicht. Es wird jetzt zu weit führen. Aber man kann auf der Buchungsebene tatsächlich beweisen, dass wenn man das macht, dass das Geldmengen neutral ist und dass da keiner irgendwo einen Nachteil erleidet, sondern das ist einfach die einmalige Realisierung des Geldschöpfungsgewinns. Ich hätte aber noch mal eine Bitte, dass Sie auch auf die, was ich die eigentliche Ursache, nämlich, dass das Problem auf der Leistungsebene liegt, dass alle Finanzprobleme letztendlich ihre Ursachen auf der Leistungsebene haben, dass Sie da mal einsteigen. Lassen Sie mich so sagen, ich glaube in der Tat, was ich vorhin gesagt habe, die Probleme der Eurozone gehen über die Schulden hinaus, nämlich in der Tat um die divergierenden Wettbewerbsfähigkeit und damit Handelsüberschüsse und Defizite. Das ist ein wichtiger Aspekt. Dass die Ursache darin nur zu sehen ist, sehe ich nicht so. Wir hatten ja am Anfang unserer Diskussion, ich weiß nicht, ob ich schon dabei war, die Frage China versus USA. Ich glaube in der Tat, dass die chinesischen Leistungsbilanzüberschüsse, Handelsbilanzüberschüsse und damit auch die Investitionen der Dollarüberschüsse im amerikanischen Rentenmarkt nochmal dazu beigetragen haben, die Zinskosten nach unten zu drücken und damit die Krise oder die Blase mit aufzupumpen. Aber ich sehe es als eine Ursache, ich sehe es nicht als die alleinige Ursache. Wenn wir jetzt auf Europa gehen oder generell gehen, habe ich eine große Sympathie für das Modell von Keynes. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Er hat auch einen Begriff dafür, der mir jetzt gerade nicht einfällt, aber der hat damals bei der Bretton Woods-Diskussion 1944 vorgeschlagen gehabt, dass eben Länder mit Leistungsbilanzüberschüssen, dass dieses Geld sozusagen in einer zentralen Poolingstelle aufgehoben wird. Und umgekehrt auch, wenn Leute Defizite haben, dass sozusagen diese Clearingstelle hat. Diese Clearingstelle setzt durch Zinsen und durch anderes eben entsprechend Incentives, dass man nicht auf Dauer Überschüsse oder Defizite fährt. Sowas könnte man sich natürlich vorstellen. Hätten wir das gehabt in der Eurozone, hätten wir in der Tat auch das Verschuldungsproblem nicht in dem Maße, weil dann nämlich die Volkswirtschaften früher hätten gegensteuern müssen. Die Spanier hätten bislang ein Defizit fahren können, hätten also den Binnenkonsum dämpfen müssen, hätten demzufolge auch nicht so viel auf Kredit gekauft und hätten heute Schuldenproblem nicht. Sozusagen, da wäre ich jetzt bei Ihnen. Aber es ist halt nicht alleine. Und es ist natürlich auch so, das könnte sich auch anders lösen, wenn wir Goldstandard, nochmal, nicht, dass ich den jetzt propagiere, aber wenn wir Goldstandard gehabt hätten, wäre eben bei Spanien so viel Gold abgeflossen, dass die irgendwann hätten auf die Bremse treten müssen. Das heißt, ja, es hängt ein bisschen mit zusammen. Wenn man früher gegengesteuert hätte, man die Verschuldung nicht gehabt. Ist aber nicht alleine. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht nur um die Leistungsbilanz von Staaten, sondern die Leistungsbilanz von jedem Wirtschaftssubjekt, sprich von Unternehmen, Privathaushalt und den Gebietskörperschaften. Dass jeweils, wenn die Leistungsbilanz nicht in Ordnung ist, dass dann die Finanzebene in Unordnung gerät und sie nicht gelöst werden kann, sondern es muss das Problem auf der Leistungsbilanzebene gelöst werden oder anders ausgedrückt, solange die Kosten höher sind als die Erlöse, fahre ich unweigerlich früher oder später an die Wand oder sprich in die Insolvenz. Das ist wieder die Frage, Sie haben auch einen Lebenszyklus. Wenn Sie als Privatmann oder als Privatperson schauen, dann haben Sie eben ein paar Jahre, wo Sie in der Tat mehr ausgeben, als Sie einnehmen. Das ist dann normalerweise, wenn Sie Familie gründen, Haus kaufen, Kinder in die Schule und solche Sachen machen. Und haben dann danach wieder eine Phase, wo Sie in eine Sparphase hineinkommen. Das ist, glaube ich, ganz normal. Insofern ist immer eine Frage, wenn Sie es über den gesamten Lebenszyklus sehen, bin ich bei Ihnen, aber in jeder Zeitscheibe kann man die Aussage so nicht treffen. Mir geht es immer um den Gesamtzyklus. Deshalb sagte ich ja auch Leistungsbilanzentwicklung. Ich glaube, man sollte nie kurzfristig denken, sondern immer natürlich über den Lebenszyklus beziehungsweise längerfristig.
Ja, vielen Dank, Arne, und auch an Herrn Stelter. Sie haben ja diesen bekannten Keynes-Plan jetzt schon genannt, Herr Stelter. Wenn wir dann auf die heutige Zeit sehen, wie bei der G20 verhandelt wurde vor einem Jahr, als die Amerikaner diesen Vorschlag ja eigentlich mit Frau Lagarde zusammen vorgetragen haben. Ich glaube, die Sitzung der G20 hat in Seoul damals stattgefunden, dass man die Überschussländer da einbremsen wollte. Da hat es ja dann auf einmal eine eigenartige Allianz von Deutschland und China dagegen gegeben. Also, ist das eine Neuauflage dieses Versuches gewesen von Keynes? Ich glaube nicht, dass es eine Neuauflage des Versuches von Keynes war, weil Keynes hat ja einen methodischen Ansatz vorgeschlagen, dass man sagen, dass eine Selbststeuerung und Regelung führen sollte. Ich glaube, es ist natürlich ganz klar, dass, wenn Sie mich fragen, wo der wenigste Fortschritt gemacht wurde seit der Krise, gut, das ist natürlich der erste wesentliche Punkt, wo kein Fortschritt gemacht wurde, war Schuldenüberhang anzugehen, aber der zweite Punkt war in der Tat die globalen Handelsungleichgewichte anzugehen. Das Problem ist natürlich, wir sind keine Staatswirtschaft, Gott sei Dank. Wir sind keine Planwirtschaft. Das heißt, wir können auch nicht den Leuten das befehlen, ihr müsst morgen alle Geld ausgeben und jetzt alle französische Autos kaufen, jetzt mal um einen Extremfall zu formulieren. Und deshalb natürlich leichter gesagt als getan, so eine Wirtschaft zu balancieren. Ich glaube in der Tat, vom, was ich vorhin auch gesagt habe, aufgrund unserer demografischen Entwicklung ist es nicht unüblich, dass wir jetzt Handelsüberschüsse haben und entsprechend Vermögenswerte aufbauen im Ausland. Die werden wir aber auch abbauen in den nächsten Jahren, weil wir einfach dann in eine Phase kommen, wo wir per Definition mehr konsumieren, weniger sparen werden aufgrund der demografischen Entwicklung. Wie in Japan, wo man schon sehr schön sehen kann, wie die Sparquote, die sehr hoch war, jetzt praktisch auf Null gefallen ist, der Privathaushalt in Japan. Also, das Problem ist in der Tat aber so, dass wir Schuldner haben und die Schuldner haben nicht nur Schulden, sondern sie haben auch Handelsbilanzdefizite. Wenn ein Land, wenn der Volkswirtschaft sich gesamthaft entschulden will, sowohl also Staat, Privatwirtschaft wie auch Unternehmen, ist das nur möglich, wenn man Handelsüberschüsse erzielt. Das heißt, die Gläubigerländer, wenn sie wirklich ihr Geld zurückhaben wollen, müssen den Schuldnern es ermöglichen, es zu verdienen. Und deshalb haben wir genau die Notwendigkeit, an diesen Handelsbilanzthemen zu arbeiten. Und meine persönliche Befürchtung ist, wenn jetzt sich jetzt zeigt, dass auch die letzten Maßnahmen von Ben Bernanke und Mario Draghi letztlich die Krise nicht lösen, sondern eben nur die Dose nochmal etwas weiterkicken, dann werden wir auch zunehmend Maßnahmen sehen, wie Protektionismus und anderes, die den Welthandel behindern werden und das Problem eigentlich dann noch vergrößern werden. Die Zusammenarbeit, die Kooperation funktioniert nach meiner Meinung nicht mehr auf der G20, so wie sie in der ersten Krisenbewältigung mit den globalen Konjunkturprogrammen geklappt hat und wo man damals sich geeinigt hat, kein Finanzinstitut von Systemrelevanz mehr praktisch pleite gehen zu lassen. Das funktioniert nicht mehr. Sind wir nach Ihrer Meinung schon in einem Stadium eines Versuches, die Handelsbilanz dann mit dem Mittel der Abwertung herbeizuführen? Also das Ventil, die Nachfrage Staat, Unternehmen und Private ist zu schwach. Staat hat sich jetzt auch verausgabt, ist als Letzter also auch nicht mehr in der Lage, die Nachfrage zu steuern. Jetzt geht es nur noch praktisch über den Handelsbilanzüberschuss und über die Exporterfolge. Und wie kriegt man das hin? Man muss seine Währung abwerten. Also das ist ja auch in den 30er Jahren praktisch das Rezept gewesen, was angewendet worden ist. Haben Sie diese Befürchtung? Sind wir schon in diesem Prozess drin? Ja, die kurze Antwort ist ja. Ich meine, Brasilien hat es beklagt, nicht? Wurde groß Titelgeschichte der Financial Times, nicht? Wie eine in einem Währungskrieg. Ich meine, wenn die Schweiz sozusagen den Euro gegen den Schweizer Franken einen Pack macht bei 1,20, ist es auch gewesen, um die eigene Wirtschaft zu stützen. Und vor dem Hintergrund, jawohl, es ist da und es wird noch viel mehr kommen. Und letztlich haben EZB und Fed liefern sich auch einen Wettlauf in dem Spiel, wer kann die Währung schneller abwerten. Ein Lösungsansatz ist natürlich auch ein schwacher Euro im Außenwert. Vorhin hat irgendwann mal jemand gesagt, na, das spielt ja keine große Rolle. Spielt natürlich schon eine Rolle, weil wenn Sie sich mal die Handelsbilanzen anschauen von Ländern wie Italien in der Veränderung der letzten 10, 12 Jahre, dann ist es schon so, dass sie mit Deutschland ein größeres Defizit fahren, ja. Aber die machen vor allem ein signifikant großes Defizit mit China und mit den ölexportierenden Ländern, weil Öl so teuer geworden ist und weil China so wettbewerbsfähig geworden ist. Vor dem Hintergrund ist das schon ein erhebliches Thema. Ich möchte mich ganz auf C.U. Meyer nochmal eingehen, die sagt, der mal geschrieben hat hier in dem Blog, dass wenn man, dass natürlich Zinszahlungen für Staaten schon ein Problem darstellen, und wenn die EZB jetzt sozusagen das fixt, dann haben die Staaten nicht mehr so große Defizite. Stimmt. Man muss natürlich nur dazu sagen, dass ja bis jetzt die Defizite noch gar nicht so groß sind, weil die Zinsen so hoch sind, weil die Zinsen sich bis jetzt noch gar nicht die Defizite durchgeschlagen haben, weil ein Großteil der ausstehenden Schulden ja noch zu tieferen Zinsen finanziert wurde. Das heißt, man muss immer im Hinterkopf haben, egal wie wir drehen und wenden wollen, solange die Aufschuldung schneller ist als das Wachstum des Sozialproduktes, haben wir eine Schuldenfalle, aus der wir nicht mehr rauskommen. Ja, hallo. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die, was wir schon angesprochen haben,
was denn so passiert, wenn man Ankündigungen macht, wie die Märkte reagieren. Wie sehen Sie die Gefahr, dass allein so eine Ankündigung von weitreichenden Schuldenrestrukturierungen die Märkte quasi schon so in Turbulenzen verletzen, dass man im Prinzip schon bevor irgendwas passiert ist, Banken retten muss und ähnliche Probleme hat? Ganz ehrlich, das Risiko ist erheblich. Sie können das nicht irgendwie wochenlang, monatelang, das nicht aufs Problem bei solchem Ansatz, irgendwelche Diskussionen durchführen, sondern Sie müssen sowas natürlich in der Tat erklären im Rahmen einer konzertierten Aktion und über einem langen Wochenende. Genauso wie Sie auch, wenn Sie das Szenario durchspielen würden, eines Euro-Austritts von einem Land, müssen Sie sowas auch, können Sie auch nicht wochenlang darüber diskutieren, sondern Sie müssen es einfach dann machen und einen Banken-Holiday machen für eine Woche oder so. Dazu sagen, wenn Sie natürlich sagen, wir poolen die Schulden in einem, wie der Sachverständigenrat vorgeschlagen hat, vielleicht in unserer Fortentwicklung. Wir machen eine gemeinsame Finanzierung dafür und wir finanzieren, und die Staaten können selber entscheiden, wie sie das finanzieren. Wenn die Deutschen dann sagen, okay, wir finanzieren das über höhere Einkommens- und Vermögensteuern, dann ist es ein Thema, wo sie sozusagen im Markt kein Problem haben. Wenn sie natürlich hingehen und sagen, wir schreiben jetzt einfach mal, die Staatsschulden werden einfach nur noch zu 70% bedient, dann haben sie natürlich schon Turbulenz. Das ist eine Frage, wie sie es ausgestalten. In unserem Modell war es ja so, dass wir eigentlich sagen wollten, wir machen diese Abschreibung, aber wir setzen der Allianzversicherung niemals einen Arbeitstitel. Der Lebensversicherung ersetzen wir den Verlust aus Steuergeldern, weil wir wissen, dass die Inhaber dieser Lebensversicherungspolicen eben nicht alles die Reichen sind, sondern eben auch sehr viele, sozusagen, auf der Straße trifft, und das wollen wir gerne kompensieren. Also es hängt von der Ausgestaltung ab, aber klar, wenn Sie das große Glocke hängen vorher, dann haben Sie natürlich eher Probleme. Dann läuft es aus Hinterzimmerpolitik hinaus. Oder will Sie entgegenhalten, würde Sie fragen, ob Sie den Eindruck haben, dass Sie halt keine Hinterzimmerpolitik haben? Nein, haben Sie natürlich recht. Die andere, die mich noch interessiert hat, zur Restrukturierung, und zwar, wie es denn ausschaut, wie diese Vermögensabgabe auf die Finanzvermögen im Detail aussehen soll, welche Assets davon betroffen sein sollen und wie das funktionieren soll. Also so detailliert bin ich gefordert, weil ganz ehrlich, wir machen keine Politikberatung, vielleicht sollten wir das mal machen, aber wir haben einfach nur mal gezeigt, welche Größenordnung es sein muss. Wie Sie das ausgestalten, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ja auch da Studien vom DIW, glaube ich, die für die Grünen gemacht haben und so weiter. Für mich ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig, was ich betonen möchte, weil es mir gesagt wird, dass ich erstens, aus unserer Sicht ist jetzt nicht eine Strafsteuer für die bösen Reichen oder irgendwie sowas, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist letztlich nur um eine geordnete Bereinigung eines ohnehin schon bestehenden Verlustes, also über die Realisierung eines Verlustes auf geordnete Art und Weise statt in chaotischer Art und Weise. Das Erste. Das Zweite ist, bleibt dabei, dass man wirklich als Gegenleistung danach eben auch sicherstellen muss, dass man sich dann wieder lohnt, wieder entsprechend Vermögen aufzubauen. Also wir haben es nur dimensioniert, aber wir haben jetzt nicht gesagt, wo die Grenze sein soll. Also ich habe es heute in der Zeitung gelesen, die SPD diskutiert, ob es mit einer Million losgeht oder 500.000. Wir haben weder die Grenze gemacht, noch haben wir festgehalten, ob jetzt die Hundehütte mit dazu zählt oder nicht. So Spaß beiseite, ich glaube, wir wollen ausgestalten. Es war einfach nur mal zu zeigen, was für Größenordnung das sind. In unserem Papier haben wir nur Finanzassets genommen, und zwar zum ganz einfachen Grunde, dass es eben dafür eine Datengrundlage gibt. Eine einheitliche Datengrundlage innerhalb der betroffenen Länder. Immobilienvermögen gibt es zum Beispiel keine einheitliche Datengrundlage, sodass wir hinterher keine vergleichbaren Zahlen gehabt hätten. Aber bei Finanzassets könnte alles sein, also von Aktien über Derivate bis irgendwas anderem. Ja, also sagen wir so, es ist präzise gesagt, dass das gesamte Finanzvermögen, so wie es bei den statistischen Ämtern in jeweiligen Ländern erfasst wird. Also präzise ist es Geldvermögen, was in der Tat Aktien, Staatsanleihen, Anleihen, Bankeinlagen und sowas betrifft. Derivate sind natürlich jetzt sicherlich nicht unbedingt dem typischen Privatvermögen zugerechnet. Aber da muss ich jetzt in die Definition reinschauen, was hat das Statistische Bundesamt unter Finanzvermögen gemacht. Sie haben in Ihrem Paper geschrieben, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Sie sich den Schuldenschnitt innerhalb des Euros vorstellen. Dann gehen Sie aber auch auf den Wechselkursmechanismus 2 ein, den wir vorher hatten, und schreiben, dass der recht erfolgreich war und dass der sehr gut helfen könnte, um die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa auszugleichen. Heißt das, dass Sie einen Euro-Zerfall empfehlen? Nein, wir empfehlen keinen Euro-Verfall. Nein, wir haben also in der Tat geschrieben, es gibt ja Leute, die argumentieren, dass zum Ende mit Schrecken besser ist als Schrecken ohne Ende. Nein, wir empfehlen keinen Euro-Zerfall. Wir sagen halt nur, man muss wissen, was es kostet, wenn man sagt, man möchte den Status quo erhalten.
Das ist, glaube ich, die einzige Aussage, die wir treffen. Wir sagen halt, das setzt erheblich Anstrengungen voraus. Es setzt eine gemeinsame Restrukturierung der Schuldenüberhangs in Europa voraus, über Landesgrenzen hinweg. Also Klartext, deutsche Steuerzahler zahlt dafür nicht deutsche Schulden. Es setzt voraus, eine wirtschaftliche Kooperation für die Zukunft, um eine Wiederholung zu verhindern. Es setzt voraus, die Leistungsbilanzdefizite, Wettbewerbsdefizite und diese ganzen Themen angegangen werden. Muss man einfach alles wissen. Das Problem an der ganzen Sache, das Problem, was ich jetzt sehe, ist, der Schaden wächst mit jedem Tag eines potenziellen Zerfalls. Und die EZB kauft uns Zeit. Nur wenn jetzt die Reformen ausbleiben oder aber wenn auch eine wirtschaftliche Besserung nicht eintritt, weil die Reformen eben die Rezession oder gar Depression in einigen Ländern verschärft, dann wächst natürlich das Risiko, dass irgendwann ein Politiker kommt und sagt, wählt mich und ich trete aus mit all den verbundenen Folgen. Und das ist das Dilemma. Das ist der Worst Case ist eigentlich, dass wir jetzt 2-3 Jahre weiter Rettungspolitik machen und dann passiert das eben, dass ein Land austritt. Und was dann natürlich interessant sehen wird zu sein, wird zu sehen, ist natürlich, dass so ein Land, das austritt, relativ schnell sich von dem Einbruch erholen wird. Also wenn die Griechen die Drachen wieder einführen und dann die sagen ja, dann haben die erstmal einen Einbruch, aber sie werden sich sehr schnell auch deutlich wettbewerbsfähiger sein und werden dann wahrscheinlich einen Aufschwung erleben im jetzigen Zustand. Und wenn das dann die Spanier und die Portugiesen sehen, haben sie sofort den Effekt, dass man sagt, im Motto, vielleicht ist es doch nicht so schwer auszusteigen. Also wir empfehlen es nicht, nur wir sehen das Risiko immer noch. Wir sehen das Risiko auch nach den jetzigen Maßnahmen noch, weil die fundamentalen Probleme nicht angegangen wurden. Und nochmal, die Aussage ist ganz banal. Wenn wir dabei bleiben wollen, müssen wir es richtig machen. Wenn wir es nicht richtig machen wollen, wird es irgendwann vermutlich schiefgehen. Ich hätte noch eine zweite Frage. Sie haben vorhin davon gesprochen, dass Sie auch die privaten Schulden poolen wollen europaweit. Also erstens würde mich interessieren, wie Sie sich das vorstellen genau. Und zweitens, ist das nicht Moral Hazard pur? Ja, die Frage hatten wir vorhin schon mal, das hat anhand einen Kollege von Ihnen schon mal gestellt, haben wir schon mal diskutiert. Ich kann aber gerne mal sagen, also erstens Moral Hazard pur, ja, stimmt. Aber meine Aussage einfach die ist, wir können uns einfach nicht leisten, wegen der Verhinderung von Moral Hazard eine lange Wirtschaftskrise zu haben. Das ist einfach so ein bisschen das Dilemma, in dem wir uns befinden. Ich bin auch jemand, der normalerweise sagt, nein, sowas macht man gar nicht. Und die wirtschaftlichen Konsequenzen müssen wir alle tragen. Wie wir es machen würden, das war im Prinzip, letztlich ist es über eine Rekapitalisierung der Banken, bei gleichzeitigem Zwingen, dass die Banken eben die Verluste endlich mal anerkennen. Gerade in Spanien ist es ja so, dass die Banken eben die notwendige Abschreibung nicht vornehmen. Und aber nicht nur abschreiben, sondern diese Abschreibung dann auch an den Schuldner weitergeben. Also wenn Sie der Bank 1 Million schulden, die Sie nicht bedienen können, das ist die Bank, die jetzt auf 500.000 abschreibt und Sie weiterhin für 1 Million gerade stehen, dann eben diese Abschreibung auch an Sie weitergeben, damit im Prinzip für Sie der Schuldendruck reduziert ist und damit die Realwirtschaft wieder sich verbessert. Ist es Moral Hazard? Ja, es ist Moral Hazard as its best. Problem der ganzen Sache ist nur, wenn Sie es durchdenken, heißt das, wenn Sie sagen, ich will kein Moral Hazard, heißt das, ich will, dass meine Schuldner zahlen, bis sie auf dem Schuldenturm sitzen, jetzt mal extrem formuliert. Das ist total verständlich, hat aber erhebliche realwirtschaftliche Konsequenzen. Das muss man einfach im Hinterkopf haben. Also, was meine Analyse der Zentralbankpolitiken angeht, also, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da ein Wirtschaftskrieg bzw. ein Krieg auf dem Geldmarkt stattfindet. Und zwar zwischen FED und EZB zusammen auf einer Seite gegen die chinesische Zentralbank und dagegen die chinesische Wirtschaft. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob die Zentralbank von China da auch mitmacht und dieser Wirtschaftskrieg tatsächlich zwischen diesen drei großen Währungsblöcken und allen kleineren Währungen stattfindet. Wie sehen Sie das? Also ich bin natürlich kein so großer Anhänger von so Verschwörungstheorien. Ich glaube also nicht, dass jetzt ein Wirtschaftskrieg der FED und der EZB gegen die chinesische Nationalbank stattfindet. Ich glaube, das Problem ist einfach folgendes, dass alle hätten gerne eine schwache Währung. Die Amerikaner hätten gerne eine schwache Währung, um ihre Exporte zu fördern. Die Europäer hätten gerne eine schwache Währung, um ihre Exporte zu fördern, namentlich der Peripherieländer. Und die Chinesen hätten gerne eine schwache Währung, um weiterhin Exportweltmeister zu sein oder faktisch nahe Weltmeister, Vize-Weltmeister zu sein, um der Abschwächung entgegenzutreten ihres hausgemachten Problems, weil sie nämlich 2008 im massiven Maße, weil 2008 das Kreditvolumen aufgestockt haben in einem entsprechenden BIM-Boom. Ich würde nicht von der Blase sprechen, sondern BIM-Boom. Und auch Infrastrukturboom und letztlich jetzt damit rechnen müssen, dass diese jetzt alarmt und die Wirtschaft deshalb schwächt. Letztlich wollen alle ihre eigene Wirtschaft stimulieren, idealerweise über eine weiche Währung.
Die Leidtragenden sind davon eher Länder, was weiß ich, wie Brasilien, wobei es hat sich entspannt, die im Prinzip eigentlich ja auch in die Weltmärkte vorbringen wollen und letztlich dadurch einen Nachteil haben, weil die anderen auf dem Gaspedal stehen. Und natürlich eigentlich alle Emerging Markets, die nämlich, weil sie alle versuchen, ihr Geschäftsmodell auf Exportüberschüssen zu basieren, also im Prinzip möchte die ganze Welt Exportüberschüsse erzielen, was eigentlich nicht geht, solange wir Mars nicht als Absatzmarkt eröffnen, wie Michael Wirfisch geschrieben hat, Financial Times, ist das Problem schlichtweg das, dass die importierte Inflation bekommen. Also es ist kein Krieg gegen andere, sondern jeder kämpft für sich alleine, was aber wahrscheinlich dann letztendlich auf dasselbe hinausläuft, aber eben eine andere Startmotivation hat, als die Sie da insinuiert haben. Herr Stelter, brauchen wir, wenn ich da einhaken darf, nicht eine neue Weltwährungsordnung, um irgendwie, also die Sonderziehungsrechte des IWFs oder einen Warenkorb, dass wir diese Beggars-and-Neighbor-Politik, die ja jeder für sich macht, und da ist keine Verschwörung hinten dran, wie wir ja eben festgestellt haben, aber sie wirkt halt doch so, dass es eine Art von Abwertungswettlauf ist. Brauchen wir eine neue weltweite Währungsordnung, und was sagt die Boston Consulting Group dazu? Ich werde erstmal anmerken, im letzten Punkt, ich unterhalte mich hier sozusagen als das Privatmann ist übertrieben, aber als ein Partner von BCG, und es gibt keine offizielle Meinung von Boston Consulting zu diesem Thema, fangen wir erstmal damit an. Es gibt auch sicherlich viele Aussagen, die ich heute getroffen habe, wo vielleicht Partnerkollegen von mir eine andere Meinung vertreten würden. Also das will ich nochmal zu Protokoll geben. Was das Thema betrifft, Weltwährungsordnung, ja, muss ich damit sehen, dass man auch sicherlich sich überlegen sollte, ob nicht doch etwas, was wir Richtung wieder Bretton Woods in die Richtung geht, vielleicht doch nicht so schlecht wäre. Voraussetzung dafür müssen aber die anderen Maßnahmen, die wir besprochen haben, also Aufräumen des Schuldenproblems, adressieren einige andere Probleme und auch sicherlich die Fragen, die wir andiskutiert haben, wie kann eigentlich eine Geldordnung der Zukunft ausschauen, und dann kann sowas ein Bestandteil sein. Als alleinige Maßnahme wird das Problem nicht lösen. Ja, ich würde nochmal gerne auf die 3x60% zurückkommen. Und zwar hat mich ein anderer Pirat mal auf einen Zusammenhang hingewiesen, der meinte, also bei uns gibt's halt die Maastricht-Kriterien in Europa mit den 60%, und wenn man mal guckt, wie das in den Einzelstaaten in den USA ist, da wäre es sozusagen, dass es auf der Einzelstaatenebene eher eine Grenze im Bereich von 20% gäbe. Und unter der Maßgabe, dass wir eben in Europa vielleicht also mit dem Euro zusammenbleiben wollen, wäre das nicht eigentlich eine Größenordnung, die sinnvoller wäre und ja, die einfach ein bisschen mehr Luft geben würde? Ich muss sagen, die 20%-Regelung ist mir nicht so ganz geläufig in den USA, vor allem wenn ich im Hinterkopf habe, dass Staaten wie Kalifornien und Illinois eigentlich so mit dem Bankrott kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei 20% der Fall ist. Also wie gesagt, müsste ich doch mal... Würde ich gerne mal prüfen, inwiefern das so stimmt. Ich weiß nur, dass es ansonsten teilweise auch eben Verschuldungsverbote gibt, wo Staaten ganz schuldenfrei bleiben dürfen, keine Schulden aufnehmen können. Die 60% ist einfach, wenn Sie mathematisch sehen, ist es eine Hürde, mit der man leben kann. Wenn Sie tiefer gehen, und übrigens mittlerweile, also nachdem wir das geschrieben haben, gab es auch Publikationen von IWF, EZB und OECD, wo auch gesagt wurde, Staatsschulden in der Größenordnung von 50-60%, das ist sustainable, darüber hinaus nicht, will ich daran nicht festhalten. Nur desto tiefer Sie die Hürde setzen, desto größer das heutige Problem. Ich hätte noch mal eine Frage, was passiert zu Ihren Vorschlägen der strukturellen Maßnahmen nach einem möglichen Schuldenschnitt? Da schreiben Sie, dass dann Schuldengrenzen in allen Sektoren entstehen sollen. Das kann man erstmal so stehen lassen. Gehen wir mal davon aus, es würde eingehalten werden. Wie stehen Sie denn dazu, dass in diesem System ja natürlich unser derzeitiges Steuer- und Wirtschaftssystem noch weiter existieren würde und dass die Gefahr bestehen könnte, dass natürlich weiterhin eine Umverteilung von sozusagen arbeitenden Bevölkerung zur kapitalbesitzenden Bevölkerung in irgendeiner Weise passiert und somit eben die Bevölkerung dann wieder nach und nach verarmt, weil der Sozialstaat eben wegbricht oder ähnliches? Die Umsetzung oder die Steuerung kann man sich schon machen, indem man auch sozusagen den Banken eben entsprechende Eigenkapitalvorgaben macht. Schuldnerkategorien. Nehmen Sie an, Sie sehen, dass es jetzt wieder einen Boom gibt, immer ein Abzeichen der Boom der Privatverschuldung. Dann wird man im Prinzip die Zinssätze und die Eigenkapitalanforderungen für Privatleute eben entsprechend erhöhen. Das ist ja so, von steuerungsmäßig ist das durchaus möglich. Was das Thema betrifft mit der Umverteilung Arbeit, Kapital, man muss dazu sagen, da glaube ich, bin ich optimistischer als Sie, weil wir hatten natürlich in der Tat in den letzten 20 Jahren den Eintritt von China in die Weltwirtschaft und so weiter und so fort.
Nur wir haben jetzt auch wieder damit zu tun, dass wir ja sehen, dass es ja nicht nur hier einen demografischen Wandel gibt, sondern auch in Ländern wie China. Also auch China hat in diesen Jahren den Höhepunkt der erwerbsfähigen Bevölkerung, die beginnt jetzt zu schrumpfen. Es gibt Gehaltssteigerungen in China. Es gibt mittlerweile, da haben wir auch Studien zu gemacht, kann man bereits wieder wettbewerbsfähig in den USA produzieren. Das heißt, die Verlagerung von Arbeitsplätzen nach China hat nachgelassen. Es gibt wieder eine Rückverlagerung von Arbeitsplätzen in die USA. Wenn Sie es durchdenken, auch unter den ökologischen Aspekten, unter Rohstoffaspekten, kann man sich durch ein Szenario vorstellen, wo es wieder einen viel größeren Anteil an lokaler und regionaler Produktion gibt. Also das sehe ich nicht so als Punkt. Sie können zu mir sagen, naja, wir haben letztlich ein Schuldensystem, was eigentlich nichts anderes ist als ein System, was prinzipiell immer über, oder Wirtschaftssystem, was immer über zusätzliche Verschuldung getrieben ist. Das stimmt, und da hat man eben das Thema, Sie müssen halt sicherstellen, dass die zusätzliche Verschuldung, was vorher auch diskutiert wurde, letztlich auch zu zusätzlichem Sozialprodukt führt. Das heißt letztlich, dass es produktive Verschuldung ist, nicht konsumtive Verschuldung. Das heißt, es ist ein großes Thema, es ist nicht so einfach, danach wieder weitermachen wie bisher, aber ich wäre jetzt nicht ganz so negativ, dass es automatisch in diese Richtung sich entwickeln muss. Herr Stelter, haben Sie denn einmal von Kollegen oder auch von Unternehmen oder von der Wissenschaftsseite gehört, ja, Herr Dr. Stelter, da sind Sie ja ganz nah auch an den Thesen von einem David Graeber. Wurde da etwas mal geäußert in der Richtung? Nein, ich habe das Buch auch selber gelesen. Also ich weiß es nicht sicherlich, ich bin noch dabei zu lesen. Ja, aber bei Susan Muss, es gab ja schon vorher Leute, wenn Sie, ich jetzt mal auf deutsche Literatur verweisen darf, Gunnar Heinz und Otto Steiger, Zinswirtschaft, Privateigentum, Geldwirtschaft ist ähnlich. Kann man auch nachlesen, Gunnar Heinz und Otto Steiger, können Sie googeln. Das sind herausragende Schriften, die sich damit schon beschäftigt haben und zum früheren Zeitpunkt ähnliche Thesen herausgearbeitet haben, wie es der David Graeber in der Tat in einem sehr interessanten Buch gemacht hat. Ansonsten muss ich natürlich dazu sagen, wenn ich jetzt Unternehmen spreche, und das müssen Sie auch jetzt wirklich so verstehen, wie ich es jetzt sage, dann muss ich sehen, die Manager beschäftigen sich mit der Situation, aber natürlich haben die auch eine tolle Agenda mit den sonstigen Themen, die sie in ihrem Unternehmen treiben müssen. Das heißt, nicht alle sind so, dass sie David Graeber gelesen haben und sozusagen so weit gehen. Aber einige haben das. Wir hatten einen Aspekt noch gar nicht angesprochen, und zwar inwieweit die Vermögensungleichverteilung Einfluss auf die Verschuldung hat. Weil für meine Begriffe ist es einer der wesentlichen Faktoren im privaten Bereich, aber auch bei den Unternehmen. Ich denke, wer ein sehr großes Vermögen hat, kann auch eher spekulieren und wird eher bereit sein, sich zu verschulden, als jemand, der am Limit lebt. Naja, wir hatten es vorher schon ein bisschen angesprochen, als ich das Beispiel gebracht habe der USA, wo wir gesagt haben, dass die typische mittlere Privathaushalt seit 30 Jahren stagnierende Realeinkommen hat bei steigenden Kosten für Gesundheit und Ausbildung, und dass das eben über zunehmende Verschuldung geschlossen wurde, auch durchaus mit Förderung der amerikanischen Politik. Also vor dem Hintergrund hat natürlich die ungleiche Einkommensverteilung auch dazu geführt, dass Verschuldung gewachsen ist. Letztlich ist es immer so, Gläubiger und Schuldner, sie haben natürlich Zinseszinseffekt, das führt natürlich dazu, dass Kapitalvermögen wachsen. Insofern hängt das miteinander zusammen, ist ein Aspekt, aber ist für mich nicht die Hauptursache. Das heißt, Sie sagen, dass 10%, 60% des Vermögens haben in Deutschland, in anderen Ländern ist es ja noch krasser, dass das keine Auswirkung auf die Verschuldung hat. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, erstens, die stagnierenden Einkommen oder die ungleiche Einkommensverteilung hat dazu geführt, dass die Einkommen in den USA, die Mittelschicht, das fehlende Einkommen durch zunehmende Verschuldung weggemacht hat. Das hat natürlich was zu tun mit Einkommensverteilung und Vermögensverteilung. Insofern ist das ein Faktor, der einen Beitrag geleistet hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, die ungleiche Vermögensverteilung ist die Ursache dafür, sondern ich sage eher, dass die ungleiche Vermögensverteilung eine Folge ist von dem Thema Globalisierung, tiefes Zinsniveau, damit sind natürlich auch verbunden unterschiedliche Einkommensniveaus, weil eben, das wissen Sie, die Top-Einkommensbezieher von der Globalisierung eher profitiert haben, während die niedrigen Einkommen von der Globalisierung eher benachteiligt wurden, aufgrund des globalen Wettbewerbs in einfacheren Produktionsbetrieben oder Jobs als Beispiel gebrochen. Und vor dem Hintergrund ist diese ungleiche Vermögensverteilung hinterher ein Ergebnis dieses Prozesses, aber für mich nicht unmittelbar die Ursache. Aber ich würde schon so weit gehen, dass natürlich die ungleiche Vermögensverteilung sozusagen die Lösung der Krise insofern erschwert, wenn man sie nicht auch angeht. Also sozusagen das Blick angehen, darum haben wir auch über diese Vermögenssteuer eben oder Besteuerung auch als einen Ansatz gesprochen,
kann ich einen Beitrag dazu leisten, das Problem zu lösen, weil man tatsächlich sagen muss, der große Vermögen ist ein großer Gläubiger bei Definition. Und der große Gläubiger, dem stehen halt gegenüber große Schulden, von denen eben ein großer Teil nicht mehr wird geordnet bedient werden können. Würden Sie aber so weit gehen zu sagen, wir müssen die Ungleichverteilung abbauen, damit wir überhaupt unser Schuldenproblem in den Griff bekommen? Ich würde es immer umdrehen. Ich würde sagen, wir bekommen das Schuldenproblem in den Griff, indem wir eine geordnete Schuldenrestrukturierung vornehmen. Und an dem wird natürlich logischerweise derjenige, der mehr Vermögen hat, auch mehr beteiligt sein. Und damit wird es hinterher auch eine andere Vermögensverteilung geben als vor dem Schuldenschnitt. Weil zurzeit die Gläubiger einer Geldillusion unterliegen. Die glauben, ihre Forderungen sind auch voll werthaltig. Das sind sie aber nicht mehr. Herr Stelter, glauben Sie, Sie haben vorhin sehr viel von Lebenszyklen gesprochen, wo auch Gesellschaften sich drin befinden, ob in den verschiedenen Kapitalismusmodellen, die wir ja auf der Welt haben, egalitärere Gesellschaften, also mit sowohl im Primärsektor Einkommen als auch im Sekundärsektor Vermögen, besser funktionieren, stabiler funktionieren als die mit großer Ungleichheit? Na gut, dann können wir das fast sagen, das ist eine Fangfrage, weil wir kennen natürlich beide die Studien, wonach die Bevölkerung glücklicher ist in etwas egalitäreren Gesellschaften. Vor dem, wenn Sie Schweden, Skandinavien anschauen. Das skandinavische Modell ist sicherlich ein erfolgreiches Modell. Insofern, und Sie müssen natürlich dazu sagen, wenn Sie von der globalen Ungleichverteilung von Vermögen sprechen, muss ich gerade sehen, dass gerade in Ländern, die in Emerging Markets sind, also wenn Sie an Brasilien, Mexiko, Russland, China denken, dass gerade dort die Vermögensungleichverteilung enorm zugenommen hat. Ich glaube in der Tat, dass egalitär erfolgreich sein kann. Man muss natürlich sicherstellen, dass es nicht zu egalitär ist, dass es individuelle Anreize nimmt. Ja, weil wenn Sie sozusagen das maximal Egalitäre nehmen, wie in frühere DDR, dann hat es sicherlich dieses Anreizsystem übertrieben und hat letztlich dazu geführt, dass es allen schlechter ging. Das habe ich natürlich nicht gemeint, aber trotzdem haben Sie interessant geantwortet. Insgesamt ist es ja sehr interessant, was Sie für Positionen haben. Sie haben Polite genannt, Sie haben Mises genannt, Sie haben aber auch Heinsohn genannt. Zwei davon sind österreichische Schule. Thomas Mayer hat vor 3 Wochen hier sich zur österreichischen Schule bekannt. Würden Sie auch so weit gehen oder woraus speist sich Ihr Weltbild? Ja, ich habe versucht vorher klar zu machen, ich glaube, ich bin wie keiner Box. Also ich finde die österreichische Schule sehr interessant. Gut, insofern habe ich das gelesen. Ich glaube, auf der anderen Seite hätte wahrscheinlich die österreichische Schule heute nicht das gesagt, was ich gesagt habe, im Sinne von, lass uns die Schuld restrukturieren und über Steuerung und anderes lösen, hätte gesagt, lass das Problem einfach ausschwitzen, weil sie nicht High-Exposition. Also Sie meinen den deflationären Schock in Kauf nehmen. Ja, genau, dann so weit gehe ich einfach schlichtweg nicht, weil da bin ich dann doch fast beim Keynes. Ich würde sagen, naja gut, as long run we're all dead. Ich glaube, es ist schon die Aufgabe der Politik, Schaden abzuwenden. Und der deflationäre Schock ist halt maximaler Schaden. Und beim deflationären Schock gehen auch viele über die Wupper, die eigentlich gesund wären, die aber mitgerissen werden. Und vor dem Hintergrund gehe ich nicht so weit. Ansonsten halte ich im Prinzip sehr viel von der österreichischen Schule, aber ich bin da eher so zwischen den Welten. Sie sind ein Pragmatiker und Sie haben ja vorhin schon zu Recht gesagt, in den 30er Jahren bei der letzten großen Krise wurde ein anderer Versuch gemacht, nämlich damals wurde die deflationäre Schock gewählt. Nicht allein, aber mit vielen anderen Sachen. Und jetzt ist man in einem Neuland, wo wir hineinstoßen mit der monetären Finanzierung durch die Notenbanken. Das ist ja die Situation, die wir heute haben. Aber jetzt übergebe ich nochmal an PR02, der schon lange wartet. Ja, genau da wollte ich auch nochmal ranfragen. Denn sowohl der Schuldenschnitt als auch die Liquidierung der Schulden über die Zentralbank, die gehen ja an ein bestimmtes Klientel, das sie erreichen können. Das wären einmal die Leute, die Geldvermögen halten oder eben diejenigen, die Staatsanleihen halten. Das sind ja nicht unbedingt die größten Gewinner der letzten 20, 30 Jahre gewesen. Aber bei denen wollen wir das jetzt herholen. Wie lange schätzen Sie das denn aus Ihrer Analystenposition aus? Geht das noch gut, dass man da mehr herholt? Also sagen wir zum Beispiel, machen wir einen Schuldenschnitt, liquidieren wir die Schulden, machen wir beides gleichzeitig, ja? Also maximale Wirksamkeit, da gehen wir natürlich auch an privates Vermögen und nach meiner Einschätzung sehr viel an privates Vermögen aus dem Mittelstand. Aus meinem eigenen Freundeskreis, wenn man sich die Facebook-Bilder anschaut, da taucht immer öfter auf, who is John Gold? Going Gold. Also wie viele Lasten kann man dieser Mittelschicht noch auflasten, bevor da irgendwie ein Bruch reinkommt oder auch ein gesellschaftlicher Bruch reinkommt? Ja, meine Sie, damit sind Sie im Kern des Problems. Also, ich würde mich mit dieser Mittelschicht auch zurechnen.
die Mittelschicht gespart, hat ein kleines Vermögen, hat noch ein paar Kosten vor sich, Kinder und so weiter und möchte im Prinzip das eigentlich durch die, über die Bühne bringen und möchte hinterher noch im Alter einigermaßen versorgt sein. Was legitime Wünsche sind. Das Geld ist investiert in Lebensversicherungen, Pensionsplänen, was weiß ich, Aktienfonds und so weiter. Und dann fragt man sich natürlich schon, was kommt auf einen zu? Und wenn Sie jetzt einfach feststellen, dass wir einfach es zu tun haben in einer überschuldeten Welt, dann hat diese Mittelschicht das Problem, dass ein Teil der Forderungen dieser Mittelschicht eben nicht so werthaltig sind. Und die Frage ist, wie sage ich es meinen Kindern? Wenn Sie sagen, es gibt natürlich auch noch die sehr Reichen, die noch viel mehr Möglichkeiten haben, sich ihr Vermögen zu diversifizieren. Darum gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich verteile ein bisschen um von den ganz Reichen zur Mittelschicht. Was die Frage ist, ist überhaupt möglich, angesichts der globalen Mobilität des Kapitals, weiß ich auch, dass es schwierig ist. Nur die Tatsache, dass die Mittelschicht sich jetzt gegenseitig sagt, ich habe Gold, verstärkt den Punkt meines Erachtens, den ich vorgemacht habe zum Thema Vertrauen in Geld. Ihr könnt es aber übersetzen, Vertrauen in System. Wenn die Politik, die jetzt gemacht wird, fortgesetzt wird, wird das Vertrauen in das Geld verloren gehen, dann werden alle in Sachwerte flüchten. Und dann haben sie natürlich sofort eine massive Inflation und dann hat die Mittelschicht auch Geld verloren. Und wissen Sie, ich sage immer, ich verliere das Geld so oder so, ich weiß noch nicht wie. Weil wenn Sie noch in die 20er Jahre zurückdenken nach der Hyperinflation, damals wurden Immobilienbesitzer hoch versteuert. Also wenn Sie heute glauben, Sie können Ihr Geld rechnen, indem Sie sich ein Haus sonst wo kaufen in Deutschland, dann werden sich dahingehend irgendwas im Fall, dass wirklich so ein Fall eintritt, werden sie entweder besteuert, ja, werden besteuert, will sie besteuert werden, entweder um die Vermögensabgabe zu zahlen, oder sie werden besteuert hinterher nach einer großen Inflation, um ihren Inflationsgewinn wieder wegzunehmen. Also vor dem Hintergrund fällt es für mich unter das Thema, immer mehr Menschen erkennen mittlerweile, wie dramatisch die Situation ist und versuchen sich darauf vorzubereiten. Ich fürchte einfach nur, es wird kein Entkommen geben. So oder so wird es zu Verlusten kommen. Und ich bin eben eher dafür zu sagen, lasst uns das jetzt schnell machen, geordnet machen, dann haben wir weniger Schaden und wir haben noch mehr Zeit, jetzt nach 40 einfach mehr Zeit, wie ich mir als Beispiel meine persönlich geschädigte Bilanz durch Arbeit wieder wettzumachen. Herr Stelter, Sie haben eben in einem wunderbaren Nebensatz gesagt, die Reichen oder die Wohlhabenden haben bessere Möglichkeiten zu diversifizieren. Ich möchte zum Schluss von meinen Fragen noch auf eine kommen, und zwar auf die Vermögen, die leider oder wie man es auch immer sehen mag, in den sogenannten Offshore-Zentren liegen und die Größe der Schattenbankmärkte und so weiter. Kann das denn gar keinen Beitrag dazu leisten? Ist das alles Vermögensillusion oder ist es nicht doch eigentlich diejenigen, die die Realwirtschaft während dieser Boomphase sich angeeignet haben, wie die ETH-Studie ja letztes Jahr, die sehr interessant war, die gesagt hat, 147 Finanzunternehmen kontrollieren schon so großen Bestandteil der Realwirtschaft in der OECD-Welt. Haben wir hier eine Fluchtbewegung gesehen in diesem Bereich Offshore von dort aus? Und können, wie gesagt, bei solchen Maßnahmen, die Sie auch vorschlagen, diese Vermögen nicht auch mit herangezogen werden? Sehen Sie da überhaupt eine Chance oder ist das vollkommen illusorisch? Oh, jetzt wollen Sie mich natürlich aufs Glatteis führen hier mit Schweizer Steuerabkommen und ähnlichen Dingen. Also, nein, das können Sie ruhig weglassen. Nehmen Sie die Offshore-Zentren in Übersee. Letztlich ist es so, es setzt alles Kooperation voraus. Wenn die Länder einheitlich, die großen Länder der Welt, einheitlich an einem Strang ziehen, dann würden auch die Offshore-Zentren ihren Beitrag leisten. Nachdem wir aber die Politik zurzeit haben, dass jeder für sich alleine kämpft, glaube ich in der Tat, dass es nicht so wahrscheinlich ist, dass er herangezogen wird. Das bedeutet, Herr Stelter, dass im Augenblick eigentlich die Wirtschaftsräume ihre eigenen Offshore-Zentren beschützen und die anderen attackieren? Ja gut, wenn Herr Osborne sich hinstellt und sagt, er findet es total super, wenn der Hollande 75% Einkommensteuer einführt und alle Franzosen sind höchst willkommen, London umzuziehen. Ich meine, das ist ein schönes Beispiel dafür. Gut, das ist ein Offshore-Zentrum, aber es ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir eben nicht einen kooperativen Ansatz fahren, sondern eigentlich eher einen Ansatz fahren, wie wir für uns jeweils das Beste rausholen. Auch vor diesem Hintergrund wäre eine weltweite Zusammenarbeit, um das zu verhindern, also dass man in diese Fluchtburgen gehen kann, sicherlich ein zu erwartendes Ergebnis, sage ich mal. Ich möchte zum Schluss kommen, Herr Stelter. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier über 2 Stunden bei uns waren und vielleicht noch eine abschließende Frage. Wie haben Sie denn die Veranstaltung wahrgenommen und so eine erste Bewertung? Ja, es war interessant. Ich habe schon über Computer präsentiert. Bei uns gibt es eine Möglichkeit eben, kennen Sie sicherlich auch, wo man auch eine Präsentation halten kann und dann die Folien kann jeder sehen und kann Fragen stellen. Und es war auf jeden Fall sehr interessant und ich habe auf jeden Fall gesehen, dass Sie ein sehr fachkundiges Publikum haben, was man nicht immer bei solchen Diskussionen hat. Also insofern bedanke ich mich auch ganz herzlich für die Einladung. Ich hoffe,
was für eine oder andere Sache dabei gewesen ist an meinen Kommentaren. Also für mich auf jeden Fall und ich glaube, das gilt auch für die überwiegende Zahl der Zuhörer. Insofern möchte ich jetzt die Diskussion beenden. Vielen Dank, Herr Stelter. Und ja, noch einen schönen Abend. Ich glaube, es war Ihr erster Arbeitstag heute. Sie waren ganz frisch vom Urlaub zurückgekommen, hat mir der Benedikt gesagt. Stimmt, das war ein schöner Start. Also ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend und viel Spaß noch. Alles klar. Vielen Dank und tschüss.